Ja, hallo, heute Replay der Woche, meine Lieben. Ich bin am Start. Ich musste gerade noch mal ein bisschen hier Soundprobleme einstellen. Ich hoffe, es geht jetzt wieder, weil irgendwie war Mikrofon auf der einen Seite sehr laut und auf der anderen Seite irgendwie nicht. Ganz, ganz crazy komischer Scheiß, sage ich euch. Jetzt habe ich noch mal neu gestartet und jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Ja. So ist manchmal die Technik, unberechenbar und trotzdem geil. Meistens. Manchmal. Öfters. Immer. Man weiß es nicht. So. Ja, meine Lieben. Heute kann auch wieder gefischt werden. Die Angel heute mal wieder ein bisschen fliegen sehen. Bin gerade von der Arbeit gekommen, also ich habe wirklich hier gerade, zack, Arbeit, fertig und los, so, ne, das ist, ja, ganz schön sportlich. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir werden noch ein kleines bisschen warten, dass der ein oder andere Zuschauer jetzt hier dazu stößt. Jetzt habe ich natürlich, jetzt muss ich mal kurz meinem Frauchen schreiben, jetzt habe ich hier meinen Stift geborgt und jetzt habe ich hier, glaube ich, gar keinen mehr, oder? Ja, ich muss mal hier noch so ein bisschen was nebenbei machen. Mal gucken, vielleicht hat sie mir den hier auch freundlicherweise wieder reingepackt. Aber ich habe hier noch einen anderen, das ist gut. So, dann kann ich mir nämlich hier auch meine 1, 2, 3.000 Notizen machen. Ja, ansonsten würde ich sagen, warten wir noch ein kleines bisschen. Guten Abend, Gamer 1512. Kein Begrüßungstext bei dir? Warum? Ah doch, da ist er ja. Da ist er ja. Ja, heute kann wieder geangelt werden. Heute gibt es wieder lecker Replays hier auf jeden Fall zu sehen. Und ich werde auch nicht zu lange warten bis zum Start. Wir haben ein bisschen was an den Regeln geändert. Ah, da ist er. Oh, gleich einen guten Fisch rausgeholt mit 2,33 Kilo. Gratuliere dir. Ja, Leute, es ist wichtig, ihr müsst alle vier fischen, weil sonst muss ich der guten Lady hier eine Massage verpassen, wenn sie den größten Fisch hat. Deswegen einfach immer schön fleißig Ausrufezeichen Fisch schreiben. Ich glaube, ich habe einen Cooldown von 3 Minuten gerade drin, bin ich ganz sicher. Nee, so oft kannst du nicht angeln. Brauchst du ja nicht erst versuchen, da ist ein Cooldown drin. Kannst du knicken, dass du hier dauerhaft durchangelst. Ja. Hast schon gedacht, war? Ne, ich glaube, so alle 3 Minuten ungefähr kann man hier einen Fisch an Land holen. Was ich sagen wollte. Also, wir haben ein bisschen die Regeln geändert. Ich habe ja jetzt ein paar VOT-Blitzmods. Guten Abend. Gaga-Gitar, wahrscheinlich heißt es. Und die Mods von WOT Blitz, die gucken sich jetzt vorher die Replays an und sortieren ein bisschen aus, weil wir hatten letzte Mal Replays dabei, die sich da reingeschwummelt haben und die gar nicht die Voraussetzungen erfüllt haben. Ich habe es lange mit Vertrauen versucht und auch ganz gut geschafft. Aber jetzt ist anscheinend der Moment gekommen, wo wir halt vorher drüber gucken müssen. Auch anhand der Menge, die hier reinflattert und natürlich auch, dass ich hier gute Qualität zeige und so eine Klasse 2 schlecht geschossen, nicht mal APCR-Munition und so weiter dabei. Wir hatten letztes Mal das Thema, bringt ja nicht so viel. Moin, mein lieber Schmiddi. Schön, dass du da bist. Komm mal hier, T-Shirt ist an. Ja, das ist übrigens mein Sponsor, ne, hier. Die Hardcore Rollers Clan Alliance, die sponsern auch hier die Moneten, dass ihr hier einen großen Battle Pass gewinnen könnt. Für die, die es noch nicht wissen, ich mache jede Woche ein Replay der Woche, grob bis zum Ende des Battle Passes. Dann wird es ein Finale geben mit den Gewinner-Replays und wer da dann gewinnt, kriegt dann quasi von den Hardcore Rollers Clan Alliance den neuen großen Battle Pass gesponsert. Eigentlich ganz easy palisi. Ich muss hier nochmal darauf hinweisen, ich glaube am 19.01. wird es ein Update geben bei WOT Blitz. Also bitte schickt mir erst danach für die nächste Woche, das Replay der Woche, damit das hinhaut. The Viking Dude, ein wunderschön. Ja, also wie gesagt, es kann sein, dass das eine oder andere Video jetzt rausfliegt, weil es ein bisschen viel geworden ist. Und meine WOT Blitz Moderatoren, die gucken sich vorher die... Hello, it's me you're looking for. Vielen Dank, mein Lieber. Danke für deine Bits, lieber Sonne.
Genau, und so läuft es halt. Ja, deswegen kann es sein, auch ein Klasse 1 Video kann besser sein als ein M. Ja, wenn ihr irgendwo in der dreckigen Hecke sitzt und einfach nur auf irgendwelche Dudes schießt, bedarf das ja auch nicht ganz so viel Skill und dann ein M geschossen habt. Das vielleicht ein Klasse 1 Video, wo er sich gut positioniert, gut bewegt, ist vielleicht halt einfach auch besser und spannender und spieltechnisch auch anspruchsvoller. Deswegen, die gucken sich das an. Ich vertraue denen, das sind alles bessere Spieler als ich, die das machen. Also, die wissen genau, was gut ist und was nicht. Und da vertraue ich drauf. Und die 10 Besten kommen halt immer ins Replay der Woche und treten hier gegeneinander an. Heute müssen wir uns auch ein bisschen ranhalten, deswegen werde ich bald anfangen, auch wenn wir noch nicht so viele haben. Genau, spannend soll es sein, ne? Und ein bisschen Skill zeigen. Gut. Es sind leider nicht viele da, aber ich habe noch einen Anschlusstermin. Deswegen bin ich zeitlich heute ein bisschen unter Druck und wir müssen diese 10 Geräte durchballern. Ach so, und es hat sich noch was geändert, weil wir festgestellt haben, viele gehen halt raus, wenn ihr Replay nicht dabei war oder nicht gewonnen hat und so weiter. Weil wir machen immer 5 zusammen, dann wird halt ein Voting gemacht und so weiter. Und das wollen wir jetzt verhindern, indem wir einfach alle 10, es sind ja auch nur noch 10 und nicht mehr 15 oder so, wir gucken alle 10 Replays an. Dann mache ich zwei Fünfergruppen, ihr stimmt ab und dann wissen wir, wer der Gewinner ist. Ganz einfache Sache. Mit 3 AP noch 4 Kills zum Beispiel oder 7. Nein, ja, sowas ist natürlich super geil. Supi, ja, ich guck mal rein, was so reingeschickt wurde. Also ich gucke mir die Replays immer wirklich vorher nicht an. Ah, okay, das bist du. Geilo. Nein, nein, alles gut. Ich krieg das zeitlich heute hin. Hab gerade deine Nachricht gelesen. Das passt schon. So, Replay der Woche. Ich scroll mal ein bisschen hoch. Oh, jetzt habt ihr die Zeichen geändert. Sonne, hilf mir mal ganz kurz. Ihr habt jetzt da so ein neues Zeichen drinne. Mit so einem hier, so ein Take One, Take Two und so. Was soll mir das denn sagen? Eins, zwei, drei. Guck mal, sind sogar nur 6. Also, wir werden heute auf jeden Fall zeitig durchschneiden. Wo mich haben echt ein paar Leute angeschrieben, wie Replays. Sind so viele rausgeflogen aus der Nummer? Ich weiß gar nicht. Und war nicht Yellow der Erste eigentlich? Wo ist denn das von Yellow gelandet? Sag mal, wer hat denn letzte Mal gewonnen? Ich war mir nicht sicher, war das Jitaxor gewesen? Da war ich mir irgendwie unsicher beim letzten Mal. Vielleicht für mich als kleine Stütze können die WoT-Blitz-Moderatoren bitte immer noch bei dem Gewinner vom Replay der Woche nochmal so einen kleinen Pokal oder so daneben machen, damit ich dann weiß, ah, alles klar, der hat gewonnen. Genau, eins ist rausgeflogen, weil das irgendein altes YouTube-Video war, das weiß ich. Ja. Yellow, da oben. Wo muss ich denn jetzt anfangen? Ach so, ach stimmt, wir haben ja ganz komplett resettet. Das sind ja alle Videos. Ah, das sind ja viel mehr. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, Lückenfüller. Jetzt sehe ich es auch. Lückenfüller sind die mit den Dingern. Okay. Also nochmal. Haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. 8. So, ah ne, das ist nicht. Ah ja, so ungefähr 9. 9 sind es, glaube ich. Ich werde jetzt nicht nochmal erzählen müssen. Oh, ist ja aufregend heute. Ja, ich habe das jetzt gesehen mit Yellow. Ich war in dieser Spalte, habe ich nicht weiter hochgeguckt, weil wir ja vorher noch immer die alten drin hatten. Alle mit Dings in die Wertung nehmen. Genau, das kriegen wir auf jeden Fall hin, meine Lieben. Wir warten jetzt auch nicht weiter, weil wie gesagt, heute ist ein bisschen Druck da. Und wir wollen uns ja auch ausgiebig mit dem Replay beschäftigen und deswegen starten wir jetzt einfach. Die neuen Regeln zum Replay der Woche stehen auch nochmal ganz oben drinne. Wir löschen jetzt auch immer nach dem Replay der Woche den ganzen Kram, damit wir dann nämlich wieder ja nicht durcheinander kommen und so, damit nicht irgendwas zu spät, zu früh kam und dann ist irgendwie wird ein Replay nicht genommen nachher. Deswegen machen wir das so.
Okay. Klappe ist zum Glück gefunden. Sehr, sehr gut. Ja, Schelaxo hat gewonnen. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut, sehr gut. Dann habe ich es auch richtig. Ich habe schon mal abgefilmt, nämlich, weil ja das Update am 19. kommt und das müssen wir halt bedenken und das ist wichtig, Leute, dass ihr es auch wisst. Und dann schickt mir bitte nur nach dem 19. Replays, weil ich jetzt sehr doll gebunden bin bis zum 19. beruflich und keine Zeit habe, das nebenbei aufzunehmen. Also bitte nach dem 19. Vollgas geben, nach dem Update nochmal ein paar geile Runden machen fürs Finale. Dann machen wir gleich Replay der Woche plus Finale und dann zänge die Bängen, geht's los und dann gibt's noch einen geilen Stream hinterher. Da gibt es ein bisschen Aufklärung und da wird es richtig, richtig lecker. Da gibt es auch was Gutes, Geiles zu gewinnen. Also nach dem Finale vom Battle Pass, vom Replay der Woche, machen wir noch einen coolen Abend und verlosen auch noch mal was Feines. Also bleibt auf jeden Fall dann dran. Gut. Da geht was, meine Lieben. Da geht was. Ich weiß ja auch noch nicht genau, wie viel ich hier schon erzählen darf, ne? Deswegen, aber heute ist nochmal Besprechung, dann bin ich total im Bilde. Aber ich kann euch schon mal heiß machen. Am 23. auf jeden Fall im Stream bleiben. Da kommt noch was Nettes auf euch zu. Da wird es auch nochmal was Geiles zu gewinnen geben. Also der Stream wird etwas länger werden, ne? Genau, 500.000 Millionen Gold. Nein, so viel ist es natürlich nicht. Super. Aber es wird was Geiles geben. So geil wie 5 Millionen oder so ist es dann natürlich nicht. Sind das 5 Millionen? Ne, da fehlt, glaube ich, eine Null ein. Ach, ich habe keinen Bock zu zählen. So, jetzt geht's aber los. Wir gucken das erste Replay an. Ich schreibe es mir schon mal auf. Das ist nämlich vom guten Sonnenschmidt. Und was fährt er denn da? Oh, 60 TP am 7.1. Ist es noch wirklich aktuell vom 7.1., mein Lieber? Oder haben wir die nur nicht rausgelöscht? Das von 60 TP habe ich doch schon gesehen, oder? Wir machen es einfach mal an, oder? Nee, ich warte mal, bis ich da eine Rückmeldung kriege. Gaga ist da. Gaga ist da. Sonne, ist das wirklich richtig? Heute das Finale zu machen? Yellow ist der Erste. Ach, wir haben, genau, das war es nämlich. 10.1. Ja, heute das Finale. Aber nächste Woche muss ich auch streamen, weil wir dann ja noch was Cooles im Anschluss machen. Deswegen, ich weiß, du meinst wegen den Replays, ne? Haben wir aber nur eins, zwei, da haben wir nur zwei Replays im Finale. Das ist ja irgendwie gut, das war Anfang des Jahres und alles war ein bisschen überschnitten. Und dann könnten wir immer von Update zu Update. Das war ja der Grund, ne? Ja, wir können ja mal abstimmen. Pass auf. Wir machen das ja, wir sind ja da spontan, ne? Der Sponsor ist ja auch hier mittendrin und er sagt, wir könnten auch heute schon das Finale machen. Das würde bedeuten, wir hätten auch nur den G-Taxor und halt von heute das beste Video. Also sind die Chancen deutlich höher, hier den großen Battle Pass abzuräumen. Wir könnten heute das Finale machen und starten dann nächste Woche wieder mit dem normalen Replay der Woche. Und dann hätten wir nämlich immer von Update zu Update die Replays. Und dann haben wir nicht mehr dieses Problem. G-Taxor. 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 Oh, Nano ist auch da. Moin, moin, mein Lieber. Bei World of Tanks Blitz bist du. Ich staune. Vielen Dank. Also, ich mache auch mal ganz schnell eine Abstimmung rein. Das geht flotte Kowskill. Dann stimmen wir mal ab, ob wir heute das Finale machen wollen. Ich bin mal zu. Ich entscheide eh, ne? Aber wir gucken mal, was ihr dazu sagt. Heute Finale. Weil dann könnten wir immer vom Battle Pass. Quatsch, von Update zu Update. Das kommt ja immer einmal im Monat. Können wir von Update zu Update immer Battle. Replay der Woche machen. Und so. Oh, warte, ich muss kurz gucken. Ich habe gerade was ausgemacht. Mori, 1709, willkommen beim Stream, vielen Dank für den Follow, mein Lieber. Also, da könnten wir gleich mal abstimmen, da gucken wir mal, was ihr dazu sagt. Und dann könnten wir nämlich von Update zu Update Replay der Woche machen. Das wäre organisatorisch halt ein bisschen besser. Also, Abstimmung. Neue Abstimmung. Und dann fangen wir auch endlich an. Verdammte Scheiße. So, ja, nein. Und ich mache das, die Abstimmung auch nur eine Minute. Also tippt schnell in die Tasten, haltet euch nicht zurück. Ich sehe auch nicht, wer für was stimmt, also braucht keine Angst haben. Oh, was ist denn das hier?
Ronny Wagner 84, willkommen im Livestream. Vielen Dank für den Follow, mein Lieber. Also Abstimmung läuft gerade. Da könnt ihr gerne dran teilnehmen. Ich sehe auch nicht, wer für was stimmt. Ich sehe nur das Ergebnis. Weil da könnten wir von Update zu Update unser Replay der Woche machen, dann hätten wir nicht immer diesen Versatz, dass man mittendrin halt irgendwie da Probleme bekommt. Das wäre halt ganz geil. Ins Yellow, Servus. Servus, Servus. Gut, okay. Ich würde sagen, wir haben es erstmal soweit. Es sieht ja schon mal sehr eindeutig aus, was das Replay der Woche angeht. Da machen wir heute gleich das Finale im Anschluss. Das passt mir ganz gut. Wir müssen uns, wie gesagt, gleich ein bisschen ranhalten. Ich denke aber, das ist alles gar kein Problem. Das kriegen wir locker flocken hin. Gut, da brauche ich, glaube ich, auch nicht weiter auf das Ergebnis warten. Das ist sehr, sehr eindeutig. Dann hauen wir das jetzt nämlich raus. Das heißt, heute kann man auch schon direkt dann damit gewinnen. Ja, das ist natürlich ganz lecker. Perfekt, also ab Yellow fange ich an. Ich knall jetzt das erste Video an. Yellow ist auf jeden Fall ein guter Fahrer. Meistens fährt der Grille. Ja, der hat es auch richtig drauf mit dem Ding, muss ich euch sagen. Und mal gucken, ob er heute auch wieder die Grille ausgepackt hat. Oder mit dem Vickers. Oh, heute... Ach, da ist er ja, Yellow. Neuer Clan. So, okay, ich hau hier noch meine Dinger an, damit ich auch was sehe. So, meine Freunde, es geht los. Herr AMX 30 Bravo ist er hier unterwegs. Gut. Er fährt Solo, reines 10er-Gefecht, ist schon mal ziemlich geil. 30 Bravo fahre ich auch gerne, hat aber auch einige Schwächen, der Gerät. Also, gucken wir, was er jetzt hier wegreißt. Mal gucken, ob er gleich auf den Hill fährt oben. Ob er sich traut... Weil über die, also High Down hier zu stehen mit seinem riesen Coppola ist halt auch, oh, er will es doch tatsächlich. Oder leckt es ein bisschen bei ihm. Also er hat sich nicht hochgetraut, der E50 will jetzt hier ein bisschen, kassiert auch erstmal dafür was. Na, guck mal, wie er sich jetzt entscheidet. Seine Position ist jetzt natürlich erstmal nicht so günstig und dieser Coppola vom 30B ist auch einfach nicht zu verfehlen. Also das Ding ist wirklich riesengroß. Ihr seht es hier, ich kann ja kurz mal mit der Maus da, das Ding hier. Das schlägt jeder und ist auch wirklich gut zu treffen. Oh, ein wunderschöner Schuss hier auf die Kommandantenkuppel. Sehr gut. Ah, jetzt will er hier schön snipen an der Posi. Ja, er steht natürlich nicht schlecht. Er hat hinten seine zwei TDs. Wenn die Gegner Damage machen wollen, müssen sie schon ein Stückchen über den Hill fahren. Und er ist auch auf der schlechteren Seite gestartet. Das wissen natürlich alle erfahrenen Spieler von euch. Also hier hat er deutliche Nachteile. Oh, mein Sound ist so laut. Ich muss mal kurz ein bisschen... Jetzt fliegen mir hier die Löffel weg. So. Jetzt ist besser. Ich höre mich ja gar nicht selber. Der Riesennippel, ja, so kann man es natürlich auch ausdrücken. Also das ist wirklich ein Monster bei dem. Ich glaube, es ist sogar der größte. Zumindest fällt mir gerade keiner auf Sportanheit. Kein Panzer, wo der Coppola noch größer und leichter zu treffen ist. Ah, er macht das aber bis hierhin wirklich gut. Er hat auch schon jetzt 2400 Damage rausgehauen. Also er fährt ihn wirklich gut. Die Entscheidung war auch gut, dass er runtergefahren ist. Damit hat er die Gegner gezwungen, hier weiter hochzukommen. Oh, Panzer. Panzer. Kinderwerfer wollte ich an dieser Panzer. Wir lauter Panzer hier. Ah, nein, natürlich der Kinderwerfer. Den wollte ich gerade eigentlich nennen. Der ist natürlich übelst gefährlich für ihn. Ansonsten ist aber der Turm relativ hart vom 30B. Es ist halt wirklich nur dieser riesen Nippel, der da oben rausguckt. Nippel finde ich übrigens sehr gut. Ich glaube, das nehme ich jetzt. Ansonsten ist der Turm wirklich gut. Aber das Ding ist halt wirklich eine Katastrophe. Ja, der 30 Prototyp heißt der, glaube ich. Bin jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall der 9er davon. Ist ein granatengeiler Panzer. Wirklich. Oh, so. Hat alles. Aber der 10er davon ist halt nicht so geil. Ah, da hat er die Grille schön blind erwischt. Sehr gut. Für sein Team sieht es auch nicht ganz so genial bis hierhin aus. Ja, das war ein Versuch wert auf jeden Fall. Der Reload ist ja auch nicht so lange vom 30B. Ist jetzt auch schon bei 3609 Damage angelangt. Schon mal ganz gut, aber da ist auch noch genug Damage, der hier rumfährt. Also noch kann er ein bisschen was reißen. Oh, oh. Alter, jetzt hat er gerade richtig bekommen. Er hat noch ganze 3 Leben. Also erstmal schon mal super lucky, dass er hier lebt. Jetzt hat er sich auch gedacht, okay, ich pack mal den Rückzug aus. Weil, ja, vorne an der Front, ja, das wäre halt eher so Kamikaze-Aktion. Mal gucken, er verschiebt sich jetzt auf die rechte Seite vielleicht. Oder auch nicht. Also ich kenne die ganzen Replays nicht, das wisst ihr ja. Ich gucke mir die immer extra nicht an, damit für mich auch alles neu ist und ich hier voll mitmachen kann. Wir haben Aale im Pool. Weiß ich nicht. Probier mal aus, mein Lieber. Immer raus, die Angel. Einfach immer raushauen. Also, wir gucken natürlich am Ende des Streams auch wieder, wer hier heute den dicksten Fisch rausgeholt hat. Dafür müsst ihr einfach nur Ausrufezeichen Fisch im Deutsch schreiben. Also, F-I-S-C-H, wer es nicht weiß.
Und dann schmeißt die Angel rein. Alle 3 Minuten könnt ihr hier einen Fisch angeln und mal gucken. Ist immer ganz lustig. Ich mache es ganz gerne sogar selber. Und ihr müsst vor allen Dingen einen größeren Fisch als meine Partnerin rausnehmen, weil ich muss sie sonst immer massieren. Also ich hoffe da auf eure Unterstützung, dass ich hier nicht die Massage wieder auspacken muss. Ich weiß, sie hört das immer nicht gerne, wenn ich das sage, aber es ist nun mal leider Fakt. Genau, haut die Angel raus. Also ich weiß nicht, wo momentan der größte Fisch ist. Einer der Moderatoren kann ja mal reinschreiben, Fragezeichen Fisch. Dann sehen wir, wer jetzt momentan gerade führt. Ah, 4000, jetzt muss er natürlich aufpassen, ne? Die eine HE, die gerade so irgendwo an die, neben ihm explodiert, reicht schon, um ihn zu töten. Einer weniger. Jetzt zeigt es noch nicht an, eigentlich ist Fragezeichen Fisch richtig. Aber es sind schon ein paar Brocken dabei, 2,37 Kilo ist auf jeden Fall, glaube ich, schon oben dabei heute. So, aber ich muss mich nochmal kurz auf das Replay konzentrieren, dann gucke ich gleich mal. Alter Scheiße hier. Also, er hat immer noch 3 ganze HP am Start. Nicht mehr und nicht weniger. Hinten müsste der Kinderwerfer, glaube ich, noch stehen und die Grille. Ja, nee, Entschuldigung, Jagdpanzer. Und Grille ist noch am Start. Jagdpanzer, ihr wisst selber, ist übelst hartes Ding. Da kann noch mal schnell was bouncen. Oh, der Jagd-E, der ist einmal rumgefahren. Es hat er aber geschossen. Ah. Ja, dieser kleine Nuppel, ne, da oben, der ist jetzt auch nicht so groß, aber jetzt hat er riesen Schussfläche. Jetzt muss er aufpassen, weil das Ding durchschlägt ihn überall. Oh. Okay, jetzt hat er wahrscheinlich auch mal kurz mit dem Stift in der Schlipper ein paar braune Striche gemacht, als das Rohr in seine Richtung gezeigt. Ich würde nicht rausfahren. Ah, jetzt steht er aber gut. Oh mein Gott. Also, oh nein, die Grille von hinten. Oh mein Gott, die Grille von hinten, die hat verschossen. Die Grille hätte einfach mal ein bisschen sich Zeit lassen sollen, dieses riesen Rohr ausschwingen lassen und dann wäre er weg gewesen. Aber die Grille war ein bisschen hektisch, jetzt ist er weg. Geil gemacht, also auch wieder Glück gehabt, ne? Das Ding hier ist wirklich extrem lucky, auch nicht, weil er ein schlechter Spieler ist und Glück hat, sondern weil er einfach scheiße viel Glück gerade hatte, dass die anderen sich ein bisschen blöd noch angestellt haben. Aber er spielt es trotzdem super. Hier, guck mal, super Positioning, er hat sich weiter... Aber ich wette mit euch, der Nippel guckt oben raus, Alter, ich sag's euch. Das sieht der Jagd eh bestimmt. Diese Riesengerät. Oh, schießt der? Schießt der? Ja. Er bounced. Er bounced tatsächlich. Er bounced mit dem Jagd-E an dem 30B, Alter. Ich schwöre, ich glaube, also so viel Glück, ne? Die Grille richtig verkackt. Der Jagd-E bounced tatsächlich am 30B. Und er hat ja auch nur noch 3 Leben. Also er hätte einfach HE laden sollen. Einfach daneben schießen, wenn der Explosionsradius... Der macht 3 HP, wären weg gewesen. Egal was, egal wohin. Irgendwo nur treffen. Wow, okay. Chris1103, willkommen im Stream, mein Lieber. Danke, danke, dass du da bist. Ja, das war eine sehr, sehr krasse Runde. Ich muss mal hier noch ganz kurz meinen Zettel verbessern. Also, Yellow hier mit einer richtig starken Runde unterwegs gewesen. Einen Ace geschossen. Und wo steht der Damage? Da nochmal 6,5. Hat er hier geballert, also das war echt Lack ohne Ende, 4 Kills hat er am Ende weggerissen, die Grille hat hart verschossen, er hatte echt viele Bouncies dann am Ende und das war schon glücklich alles, aber er hat gewonnen und das ist das, was er am Ende zählt. Ja, der Jagd, ihr hätte einfach AI schießen müssen, also zwingend, irgendwie, irgendwo hin, irgendwo findet sich ein kleines Loch, wo dann, ja... der Damage durchdringen kann. Aber gut, wer weiß, warum er es nicht getan hat. Ich weiß auch nicht, wo er gebounced ist, aber das ist auf jeden Fall krass. Ich sehe, das Fischen läuft ganz gut. Ich werde gleich mal gucken, wer jetzt hier der King im Ring gleich ist. Ausführlicher Bericht erstmal zu seinem Gameplay. 27 Schüsse abgegeben, 22 Treffer und 20 Durchschläge. Ja, das ist okay. Er hat natürlich viel snappen müssen, gerade wo er auch nur noch 3 HP hatte. Da ist natürlich auch nicht mehr viel drinne. Gute Entscheidung am Hill, dass er unten geblieben ist. Damit hat er die Gegner gezwungen, hochzufahren. Er hätte auch versuchen können, durchzupreschen, aber bei einem Kinderwerfer im Gegnerteam, einer Grille und 2 gegnerische Mediums, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, kann schon Risk werden, weil er braucht definitiv von der Seite etwas länger als die von der anderen Seite. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, muss ich sagen, ist okay. Gut, ich werde mal gucken, ob ich hier mal die Abfrage machen kann, weil eigentlich war es Fragezeichen Fisch, aber irgendwie kam es, glaube ich, nicht. Ach doch, Gamer führt gerade mit einem 2,81 Kilo Fisch. Also gut, Gamer, erstmal schon mal vielen Dank dafür. Also noch muss ich nicht massieren. Das finde ich geil. Okay. Ja, ich gucke jetzt nicht rein, was der Jagd
für eine Winrate hat. Das muss man ja auch nicht. Ich wäre hier auch kein Blamieren. Nicht zwangsläufig und zwingend. Also, ne, wenn es nicht unbedingt sein muss. Manchmal mache ich es auch, aber ich versuche mich da zurückzuhalten. Vielleicht spielt ihr einfach nur gerne for fun. Aber cooles Replay, Yellow. Aber richtig Lack gehabt, ne? Also, das war viel, viel Glück, aber auch geil gespielt. War ein sehr spannendes, gutes Replay. Vielen Dank erstmal dafür. Wir gehen gleich ins nächste. So. Yellow haben wir durch. Jetzt kommt aber der liebe Sonnenschmidt. Sonne. Aha, aha. Oh, aha. Ein Achter-Match. Mhm. So wie es aussieht. Oh, startet er nicht? Hallo? Jetzt. Zack. Und zack und zack. Nein. Oh, da, warte. Jetzt. Oh, nein. Ah, wo muss ich drücken? Soll ich da drauf drücken? Ich hab bekloppt, das geht ja. So, okay. Nächstes Replay ist hier am Start. Der gute Sonne ist unterwegs mit einem E75, der kleine aber. TS Eagle. Das ist ein guter Premium-Panzer der 8er Klasse. Relativ langsam, aber auch echt stark an der Seite gepanzert. HE-Schutz natürlich drin. Ordentliche Wumms-Rumme ist auf jeden Fall auch drauf. Also echt ein super solider Panzer, finde ich. Spiele ich auch ab und zu mal ganz gerne. Und ich finde ihn optisch auch ganz lustig. Er fährt ohne Premade. Er ist hier Top-Tier. Es gibt halt noch zwei Siemer dabei. Ja, und dann schauen wir mal, was hier so passiert. Ich bin gespannt. Klack. Und fette Lowplatte. Er ist wirklich ein starker Panzer. Also im Sidescrape siehst du aber ganz schwarz aus gegen das Ding. Das ist wirklich gut. Also für einen Achter. Ah! Da ich den ersten in Stein gesetzt. Er wollte sich mal kurz verewigen. Das Ding hat auf jeden Fall nicht gesessen. Guck mal weiter. Jetzt aber. Jetzt aber. Ihr seht es, da kommen schon die ersten Bouncer durch den Sidescrape. Das Ding ist wirklich gut. Also, wer ihn noch nicht hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen, locker flockig mal ein bisschen zu zocken. Hi, Line, schön, dass du da bist. Geht auf jeden Fall sehr gut ab, der Gerät. Nächster Bouncer hier an ihm. Rechts sieht es noch okay aus. Ich würde sagen, sogar sein Team hat rechts noch die Überhand hier an dieser kleinen Spur neben dem kleinen Berg. Nennen wir ihn mal kleinen Hügel, nicht Berg. Ich weiß, wir haben auch welche aus dem Süden dabei, deswegen der kleine Hügel. Ja, schauen wir mal. So, jetzt geht der richtige Sidescrape hier los. Oh, ist sogar einer durchgekommen. Vielleicht war er ein bisschen zu schräg. 53 TP hat ihm erstmal einen durchgehauen. Rechts sieht es immer noch sehr gut aus. Die machen richtig, richtig, richtig Ballett. Ah, da hätte er eher vorne auf die Wanne schießen müssen. Schade, da ist er gebounced. Ah, der Hazing kommt gerade. Den könnte er vielleicht... Nee, kann er nicht mehr. Da ist der Hit. Oh, sieht gar nicht gut aus für sein Team. Ich habe gar nicht nach oben geguckt. Oh mein Gott. Also, jetzt holt er gerade wieder auf. Also, 2-3 hier für die Gegner. Mal gucken, was hier als nächstes passiert. Bruch passt gar nicht, was meint sie? Achso, wegen deinem Lina-Zuteil drauf. Was nochmal die Geschichtenlinie? Und jetzt? Jawohl. So, den Helsing hat er erstmal auseinandergebaut. Da ist aber auch schon der nächste Tiger. Oder der 53 TP hat freie Auswahl jetzt hier. Hier nochmal schöner Hit und Kette gezogen beim Tiger 1. Jetzt ist der 53 TP da. Schöne Überzahlsituation jetzt hier geschaffen. Sieht erstmal ganz gut aus. Da hinten war noch ein Light gewesen. Ein FV301 ist es, glaube ich. Und das Ding ist auch schon ziemlich low. Auch ein One-Shot. Eben kommt ein bisschen falsch. Weiß nicht, was du meinst, Line. Oh, da hinten ist aber der AMX 50-100. Der ist auch noch voll. Aber jetzt holt er sich erstmal hier den Light. Der möchte jetzt natürlich das Weite suchen. Nee, der will sogar in den Konflikt gehen. Der mutig. Jo. Einfach mal kurz während der Fahrt weggenascht. 2500 Damage sind jetzt hier schon draußen. Es hat er noch den AMX hier. Der Sherrod hier, der ist wahrscheinlich auch gleich Geschichte, weil das Ding ist auch weich wie Butter. Den wird der AMX bestimmt rausknöpern. Aber er hat auch noch 1400 Leben. Ich denke, das wird er wohl holen. Da oben kommt er durch. Sehr schön gesehen. Sehr schön gesehen. Geht wieder zurück in seinem Reload. Ah, jetzt ist er durchgefahren. Erster Hit ist da. Ah, jetzt hat er gleich gezogen. Beide 1100 Leben. Ah, kriegt er noch? Ah, gut, dass er nicht geschossen hat. Das wäre, glaube ich, eng geworden. Aber jetzt hat er.
Ja, er lässt sich Zeit. Lässt sich immer noch Zeit. Er schießt. Und Kette gezogen. Er steht noch sehr schräg. Na, er will natürlich erstmal den TD hier rausschießen, ne? Das ist ein einfacher One-Hit. Oh, er bounced am Heck. Oh mein Gott, was für ein Pech. Oh mein Gott, was für ein Pech. 700 Leben noch. Oh, er bounced obendrauf mit HE geschossen. Gut, der Charity, der hat's jetzt erlebt. Nächster Hit sitzt. Oh, 400 Leben noch, 8 Leben, ja, Mix. Der nächste wird hoffentlich sitzen. Sonst könnte es nochmal ein bisschen eng werden. Jawohl, hat da durchgezogen. 4000 Damage im Achter. T75. Ohne Raid von Opa Franz. Grüß dich, mein Liebster. Schön, dass du da bist. Sehr, sehr geil. Ja, kann einer der Mods hier kurz mit dem Raid-Befehl das da machen? Ihr wurdet ja, glaube ich, eingewiesen. Steht drinne. Das wäre ganz geil. Ja, ich werde doch mal schnell eben die Runde aus. Und sage natürlich den Zuschauern von Opa Franz herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Geilo, geilo, geilo. Cool, dass ihr da seid, meine Lieben. Sehr schön. Wie geht's dir, Opachen? Alles fit im Schritt? Und ich werde mal schnell eben aus. Also, einen Ace geschossen. 4000 Damage. Ich notiere mir das mal eben. 4K. 4 Kills gemacht. Also, er hat dann eher so die Reste vom Schlachtfeld geräumt. Geben wir den ausführlichen Bericht. 20 Schüsse abgegeben, 18 Treffer und 17 Durchschläge. Ja, passable Leistung. War okay. War okay. Und sein Team hat halt irgendwie nicht so viel Schaden geschossen. Also war schon eine gute Leistung. War noch ein paar Dinge am Anfang, die sind irgendwo in die Walachei gegangen. Aber mein Gott, das passiert halt. So. Genau, da sehr gut. Ihr habt es gesehen, ne? Also, Opa Franz hat uns gerade geradet und ihr könnt jetzt auch einfach auf den Link klicken, dann könntet ihr euch auch beim Opa bedanken, mit einem Follow zum Beispiel. Ist auf jeden Fall ein feiner Kerl, bisschen durchgeknallt, ganz schön verrückt für so einen Opa, muss ich sagen. Humor muss man mögen, ich finde ihn lustig, also wenn ich ihm zuschaue, muss ich immer wieder schmunzeln und finde das geil. Ist natürlich auch Geschmackssache, müsst ihr natürlich dann für euch selber entscheiden, meine Lieben. Aber wenn ihr wollt, es lohnt sich auf jeden Fall rauf zu gucken, weil so einen coolen Streamer seht ihr auf jeden Fall selten, ne? Also ich finde ihn echt cool. Na, aber, ja, guckt drauf, es lohnt sich. Werdet ihr sehen. Ihr dürft halt nur nicht so sensibel sein. So, okay. Ich guck mal weiter. Nächstes Replay. Replay. Was haben wir denn hier? Den Sonne haben wir gerade hier durchgemacht. Lückenfüller brauche ich gerade nicht. Ich muss erstmal das Ding durchkriegen. Wir machen heute auch gleichzeitig das Finale. So, dass heute auch dann schon der große Battle Pass zum nächsten Mal rausgeht. Das läuft. So, mache dann auch mal wieder eins. Indian wurde geändert. Okay, Indian wurde geändert. Oh, die Grille. So, ich lade das Replay eben schnell hoch. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Was wir hier Schickes zu sehen bekommen. Also, auf jeden Fall schon mal die Raider-Tarnung ist schon mal drauf. Das ist schon mal schön. Wir haben kein reines 10er-Gefecht. Er hat nochmal 2 9er als Gegner und natürlich auch im eigenen Team. Und fährt ohne Zugpartner, genauso wie die Gegner. Also alle sind hier solo unterwegs. Und jetzt gucken wir mal, was er mit der Grille hier wegreißt. Ich finde die Grille auch einfach optisch ganz schön geil. Ne? Dieses Riesenrohr, wenn man das Ding fährt, das schwingt und schwankt dann die ganze Zeit. Man muss immer warten, bis es austangiert ist und dann kann man erst losrotzen. Ist schon ein lustiger Panzer. Ich habe ihn irgendwie nicht so gut drauf, muss ich offen zugeben. Auch wenn diese Kanone, wenn sie dann mal nicht gerade am Zappeln ist, super, super genau ist. Aber ich hab's noch nicht so mit dem Ding, glaube ich. Muss man, glaube ich, noch ein bisschen üben. So, K91 kommt hier angefahren. Der wird wahrscheinlich gleich eine schöne Schelle kriegen. Ja. Oh, mit HE an die Seite beim Russenpanzer. Das war schon mutig. Also sehr optimistisch auf jeden Fall. Leider deswegen auch nur 301 Schaden statt mindestens so, naja, 640, sage ich mal. Jetzt kommt aber der normale. Oh, 713. Das Ding hat sich auf jeden Fall schon mal mehr gelohnt. Hat aber auch eine Antwort gekriegt. Aber war trotzdem ein guter Tausch. 700 Damage gegen 300 Damage. Ja, er muss aufpassen. Da hinten, der Leo hat sich auch relativ gut positioniert. Ist aber natürlich geiles Futter für so eine Grille. Wenn er denn kommt. Nee. Auch eine interessante Position hier. Seine Heavys sind durchgepusht. Aber die haben auch schon richtig auf die Mütze gekriegt. Sehe ich hier gerade. Er fährt jetzt sehr aggressiv vor. Weil er natürlich nicht nur hinten rumstehen will und Löcher in die Wand gucken will, sondern er will natürlich auch Löcher in irgendwelche Panzerung schießen. Ja, Kranwagen ist auch so ein Ding, ne? Er ist einfach sauhart am Turm.
Gibt natürlich die eine oder andere kleine Schwachstelle. Jetzt muss er aufpassen, hinter ihm ist irgendwas. Oh mein Gott, hinter ihm ist der... Die Badget. Da kann er jetzt aber richtig wehtun mit einer HE. Komm, HE hat er drinne. Und auf geht's. Jawohl, jawohl. 938 Schaden. Und der nächste kommt in 4 Sekunden. Dann kannst du Adieu Badget sagen. Oh ja, HE, na, jetzt. Jawohl. Schön gemacht, sehr gut gespielt. Gucken wir mal, was er noch hier so raus hat. Wir haben noch einen Kranwagen da hinten mit 100%, der gerade vordrückt. Gut, den AMX, den könnte er One-Shot rausschießen, wenn er ihn erwischt. Ich werde gucken, den AMX vielleicht zu kriegen. Na, schade. Weil der AMX scheint auch treffbar zu sein. Natürlich hätte er auch ein bisschen dafür rausgehen müssen. Aber sein Team ist auch hier ganz schön zurück. Es steht 2:3. Der Leopard pusht vor. Hier eine schöne Schelle direkt in die Seite rein. Ist jetzt bei knapp 4000 Damage. Nächste HE in die Lücke. Ja, da, wenn du da reinschießt, dann... Nee, da ein bisschen höher mit HE. Oder mach's normal. Reicht auch. Genau. Sehr gut. Leo ist außer Gefecht. Damit konnte er sein E100 schützen. Wird jetzt spannend. AMX 50 Bravo und ein Kranwagen. Okay, AMX 50B ist jetzt gerade aus dem Leben geschossen worden. Aber der Kranwagen wird jetzt pushen, weil er weiß, der E100 ist hier im Reload. Ah, jetzt kann er ihn nicht sehen. Er kann ihn nicht sehen. Da kommt er nicht durch. Ah, der E100 macht die Vision zu, leider. Er kann den Kranwagen jetzt nicht... Oh, oh, das ist schön von hinten. Jawohl, jawohl. Hier schön den Hori in den Sack, in den Arsch geschossen, wollte ich natürlich sagen. Richtig, richtig gut. Also, das ist geil. Ich sehe, hier werden auch schon wieder die ersten Herausforderungen ausgesprochen. Es gibt ja, ihr könnt ja auch andere herausfordern. Ihr könnt ja auch Arenen aufmachen in diesem kleinen Ingame-Battle. Aber wir gucken erstmal noch kurz zu. Am Kanal wird sich jetzt ein bisschen was tun. Es gibt ja auch Kanalpunkte. Und bald könnt ihr Kanalpunkte ausgeben, damit ihr euch aussucht, welche Panzer ich fahre und so weiter. Das ist ganz geil. Das kommt aber in näherer Zukunft. Das ist gerade in Arbeit. Jawohl, Kranwagen ist weg. Objekt 268 hat er auch am Start. Jerry, die Maus, ist auch hier. Willkommen, vielen Dank für den Follow, mein Lieber. Willkommen im Livestream. So, 6000, knapp 300 Damage. Sind hier schon aus seinem lang, schmalen Rohr rausgeflattert, meine Lieben. Oh, da sehe ich eine HE. Ja, er auch. Sehr schön. Ah, er hat's gut gemacht, ne? Immer den richtigen Wechsel auf HE, außer beim K91. Da hat er sich, glaube ich, ein bisschen überschätzt mit dem Durchschlag, aber er musste auch schnell entscheiden, weil das Ding ist ja durchgerast. Sonst wirklich eine richtig saubere Partie. Ich habe überhaupt nichts zu meckern. Ich fand's richtig, richtig geil. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ich fand's sauber, stark und richtig, richtig lecker gespielt, meine Lieben. Er hat 5 Kills gemacht, hat einfach mal... Ich muss mal kurz hier aufschreiben. Wie heißt er denn jetzt? Zack, er heißt jetzt Galant of Troy. Ihr müsst euch übrigens den Namen merken, ne, nachher, das ist wichtig. Also Galant of Truth müsste es, glaube ich, sein, ne? Galant wahrscheinlich of So, und er hat geschossen, ganze 6,9k Damage. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich fand's gut, starkes Replay. Super, super gut gemacht. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich das nächste an. Oder warte, ich will einmal kurz wissen, wie es hier gerade beim Fischen aussieht, ob ich hier noch eine Massage raushauen muss. Heute Abend, oder... Nein! Warum? Leute, wollt ihr mich verarschen? Wie kann es sein, dass Caro führt? Also, das ist die einzige Person, die heute hier nicht vorne stehen kann. Pass auf, ich erhöhe heute ein bisschen Einsatz. Ich habe ganz viele Minigames. Wer es schafft, heute der Erste zu sein am Ende des Streams, kriegt von mir noch ein kleines Minigame geschenkt. Ich habe so ein paar, erwartet da nichts groß, sind so India-Games. Also, ich will heute nicht massieren. Ich war arbeiten, bin direkt an den PC gegangen, habe den Stream angeworfen und habe nachher noch eine Besprechung. Und es wird alles sehr lange gehen. Also, Leute, haut die Angel rein, Ausrufezeichen Fisch schreiben und ich schenke demjenigen heute noch einen Code von den India Game, was ich hier so habe und da könnt ihr euch gönnen. Ist aber ein PC-Code, ne? Also, ihr müsstet schon PC dafür haben oder jemanden kennen, der einen PC hat, dann schenkt ihr es halt ihm. Sind nur kleine Minigames, irgendwelche Jump'n'Runs oder so. Also, rettet mich, meine Lieben. Fisch, was das Zeug hat, alle 3 Minuten könnt ihr hier die Angel ungefähr reinhauen. Ich glaube, ich habe auf 3 Minuten gestellt oder 2, ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Also, schmeißt das Ding rein und haut die gute Lady vom Thron. Ich will heute nicht massieren. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Gut, also, so viel erstmal dazu. Ich bin froh, dass ich noch keine Schelle von hinten bekomme und sie hier reingekommen ist, aber wahrscheinlich denkt sie sich das gerade, dass ich so ein bisschen tun würde, wenn ich hier so gegen sie wetter. Aber gut, so ist das halt, ne? Liebe ist auch manchmal gleich Hass.
So, also erstmal danke, Maurice. Falls du gerade im Stream bist, super cooles Replay, geil mit der Grille gespielt. Ich habe da nichts auszusetzen. Wir gucken aber nochmal ganz schnell in den ausführlichen Bericht. Also, wie gesagt, Gallant of Truth müssen wir uns merken. Der ist die Grille gefahren. 11 Schüsse abgegeben, 11 Treffer, 11 Durchschläge. Ich sag ja wirklich, astreine Runde hier gefahren. Super, super geil gemacht. Da gibt's nichts zu meckern. Gucken wir mal ins nächste rein. Was haben wir denn hier? Ach, die wollen mich echt ärgern, ne? Also, wir haben wieder den Burask. Ja, das habe ich jetzt schon gelernt, dass der gute Panzer so heißt. Aber ich glaube, wir bleiben einfach bei BC. Nein, ne? Oder? Ich krieg's nicht geschissen. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber schon wieder weggepackt. Ja, Schatz, ich liebe dich natürlich trotzdem, ja? Ey, hör auf, die Leute sollen hier angeln. Ich habe keinen Bock auf Massage. Das wäre schon ganz cool. So, okay, wir kommen wieder zum Geschäftlichen. Also, wir nennen ihn einfach mal DC Burask. Oder ich nenne ihn Burask. Ich glaube, das spreche ich noch halbwegs richtig aus, meine Lieben. Er fährt hier natürlich dann einen Achter, hat auch nochmal zwei Siemer. Alle fahren ohne Zugpartner hier in der Runde. Und wir spielen Begegnung. Gut. Ah, er heißt CNP. So, ganz kurzer Name, CNP. Merkt euch das nehmen. Oh, jetzt kriegt er einen bösen Blick. Ich liebe dich. Angelo, Nachricht von Sonne, Schmidt, Privat, Discord. Bei dir. Ja. Wichtig wahrscheinlich, wenn es jetzt kommt. Zweite Yellow. Sind für die Wertung. Oh, warte mal. Ich muss gleich mal gucken. Ich guck's mir gleich in Ruhe an. Ich werde jetzt mal kurz das kommentieren, dann gucke ich gleich rein. Dann gucke ich gleich Rinder. Also, jetzt erstmal weiter zum Geschäft. Also, wir haben die ersten Schüsse hier so ein bisschen, also ich zumindest verpasst, aber das ist schon das zweite Magazin, was hier gerade durchfliegt. Er hat auch schon knapp 1000 Damage geschossen. Jetzt hat er 1400 Damage geschossen. Dieser Panzer ist wirklich richtig gut. Ich habe ihn leider nicht, ne? Aber er wird sehr viel gespielt. Er ist auch sehr, sehr hoch in der Winrate bei Blitzstars. Scheint sehr gut zu sein. Wirkt auch so wie so eine verbesserte Spik, sage ich mal. Nur deutlich geiler. So, sein Team führt jetzt auch schon 1-0, 1400 Damage, so schnell geschossen im Achter, muss man doch erstmal bringen. Oh, direkt aus der Fahrt, jetzt eingerastet, nächster Hit. Na, jetzt muss er natürlich gucken, dass er erstmal 17, 18 Sekunden, ja, nicht gepusht wird, aber dafür hat sein Team gesorgt. Die denken auf jeden Fall mit, die Jungs, das gefällt mir. So, er beachtet ihn gar nicht, der T26, irgendwie ist es so. Ja, jetzt komm. Ja, 1, 2... Oh, die zwei Schüsse, die kommen auch wahnsinnig schnell bei diesem Ding raus, ne? So, das restliche Gegnerteam befindet sich auf der anderen Seite. Die waren halt auch schlecht gesplittet, aber da hat auf jeden Fall CNP, hatte hier richtig gut aufgeräumt. Guck mal, was er noch so bringt. Fühle den Pokémon-Hass. Ach, Mann, ey. Ihr müsst dicke Fische rausholen, meine Lieben. Ausrufezeichen Fisch ist meine Rettung für den Abend. Sein Team liegt schon weit vorne. 4-2 steht es momentan. Knapp jetzt, naja, bald 3k Damage geschossen. Er will natürlich Druck machen. Man sieht es, er hat richtig Bock. Er ist hier losgefahren und will natürlich jetzt hier auf die gegnerische Seite pushen. Kommt auch schlauerweise von hinten. Ja, sehr gut. Jetzt, na, ich kann da nicht wegen dem Holz. Ja, sehr gut. Ja, der Löwe, der guckt jetzt natürlich nach rechts, ne? Dann ist natürlich der Turm links komplett offen. Also so eine Aktion, wenn man einen schnellen Panzer hat, von hinten ranfahren, schön von zwei Flanken angreifen, ist immer eine gute Entscheidung, wenn man die Möglichkeit hat. Nutzt diese auch. Das hilft dem Team ungemein. So, hier unten ist rechts einer verschwunden. Das war der Löwe. Bringt natürlich hier die Chimera in die Bredouille, weil der Reload von dem Chimera viel länger ist. Und jetzt hat er. Jawohl. Auch wieder gut gesehen. Er hat gut gesehen. Okay, gut, der Chimera hat natürlich auch um Hilfe geschrien. Ja, aber er hat auch gesehen, oh, da werde ich gebraucht. Und damit ist die Chimera auch immer noch jetzt hier im Game, weil er hier gut aufgepasst hat. Schön gemacht von CMP. Und jetzt fährt er wieder von hinten ran an den Chieftain. Jawohl. Geht da nicht HE? Doch. Geht natürlich. Jawohl. Sehr, sehr schön. 66 HP noch. Da kann jeder mal mit HE draufhalten. Dann ist das Ding auch gelutscht für den Chieftain. Und was haben wir noch da? Ein Objekt. Gut, der ist relativ hart ringsherum. Und der guckt auch in seine Richtung. Oh, er hat verschossen. Ich glaube, der liegt auch so bei 14, ja, 12, 13 Sekunden Reload circa. Aber ihr seht, wie hart dieser Panzer ist, ne? Aber er hat natürlich auch seine Schwachstellen. Wow, sehr gut gespielt, sehr schöne Übersicht im Spiel gehabt, hat alles aus dem kleinen Ding rausgequetscht, was so möglich war, aus meiner persönlichen Sicht, hat drei Panzer gekillt,
hat 5,2k Damage hier rausgeknallt. Und natürlich ein Ace geschossen. Ist deutlich der Beste in seinem Team gewesen. Im ausführlichen Bericht auch makellos 16 Schüsse abgegeben, 16 Treffer und 16 Durchschläge. Hut ab, super Leistung von dir, geiles Replay, merkt euch auf jeden Fall. Den Borask hier, den BC-Panzer ist gefahren, der CNP. Also wenn ich, macht euch mal, auch wenn ihr nachher fair bewerten wollt, ruhig kleine Notizen, weil wir ja 10 Replays gucken und dann halt auswerten, wer halt gewonnen hat mit einem Voting. Also guckt mal, dass ihr das irgendwie geht. So, irgendwie hat das gegangen. Oh, Heroi geht, schade. Bye bye, Heroi, danke, dass du da warst, mein Lieber. Cool. So, ich muss mal ganz kurz im Discord lesen, weil nämlich irgendwelche wichtigen Informationen hier reingeflattert sind. Ja, so, Yellow. Yellow, Grille, Replay gezeigt, wenn hinter... Okay, also ich habe noch, es wird nochmal hier so ein bisschen Replay angepriesen. Ich habe hier noch Replays als Lückenfüller bekommen, die auch geil sein sollen. Wir müssen nachher gucken, wie wir in der Zeit stehen, ob wir die noch zeigen können, weil ich, wie gesagt, heute noch einen Anschlusstermin habe. Aber wenn es geht, mache ich es auf jeden Fall. Ich brauche halt auch, also ich bin halt auch ein bisschen, aber na, das ist schon gut. Warte, ich muss jetzt mal kurz gucken. Was hat denn der liebe Schmiddi hier geschrieben? Matthias auch da. Achso, das war eine alte Nachricht, warte. Okay, Terminator muss noch rein. Und habe ich vom Yellow jetzt das Falsche gezeigt? Zwei über Yellow. Also, ach, die zwei über Yellow. Ja, du hast aber, glaube ich, geschrieben, ich soll bei Yellow anfangen. Deswegen sind wir da ein bisschen durcheinander gekommen. Kein Problem, Terminator kommt jetzt, würde ich sagen. Weil den habe ich übersprungen. Mir wurde halt aus Versehen vielleicht ein bisschen eine falsche Info gegeben. Dann gucken wir jetzt uns den Terminator an, Leute. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, Terminator ist ein granatenstarker Spieler. Der wirklich... sein Fach hier beherrscht. Ich würde auch gerne so gut spielen können. Da würde ich hier richtig auf dicke Hose machen im Stream. Das kann ich euch aber sagen, ey. So muss ich halt immer sagen, ey, ich entertain nur, ich kann nicht so gut spielen. Aber wenn ich so spielen könnte wie er, dann würde ich sagen, ich bin voll der geile Typ und ich hab's voll drauf. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, der kann wirklich gut fahren und jetzt werde ich das Video eben mal hochladen. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel geprollt und geprahlt. Und das hat mich jetzt nicht enttäuscht, aber das macht er eigentlich nie. Also, los geht's. Los geht's. Dance kommt noch, Dance kommt noch. Terminator TOW ist jetzt hier am Start mit einem T22 Medium. Und auf geht's. So, er guckt. Ich glaube, er wird hier gerade alleine gelassen. Ja, sieht auf jeden Fall auf der Minimap so aus. Er ist, glaube ich, auch leicht verwundert, was er jetzt tun soll. Und Leute, denkt an den großen... Oh, der leckt total krass. Deswegen steht er hier... Oh, was macht der? Was hat... Oh. Okay, ich glaube, er hat hier leichte Internetprobleme gehabt, als das Replay aufgezeichnet wurde. Sieht auf jeden Fall ganz schön fies aus. Aber man sieht auf jeden Fall laut Karte, er ist nicht ganz solo unterwegs. Er hat auf jeden Fall noch einen Premate dabei. Siehst du, da haben wir noch gar nicht reingeguckt gerade. Ich war verwirrt. Also, er spielt mit dem Zugpartner zusammen. Es gibt zwei 9er Gegner. Ansonsten sind die halt im 10er-Team unterwegs. So, und die beiden sind jetzt hier auf der Medium Lane und jetzt schauen wir mal. Aber die Anzeige ist halt total daneben und kurios leider. Aber wir sehen, er macht auf jeden Fall anscheinend eine Menge richtig. Ja, wir gucken mal, ob man was sieht. Ja, wir wissen ja, was passiert ist, grob, oder? Okay, wir gucken ihn trotzdem mal zu. Wir sind jetzt bei 900 Damage. Ihr wisst ja alle T22, aber das ist, boah, es ist hart, Laggy. Es ist hart, Laggy. Oh mein Gott. Ist das andere besser? Ja, ich mach das mal aus. Das ist scheiße, weil man sieht gar nicht, wo er hingeschossen hat, aber man sieht, dass er getroffen hat. Manchmal sind die Aufnahmen von World of Tanks halt einfach Murks.
wir sehen trotzdem das Ergebnis. Wir gucken jetzt aber noch das andere Replay von ihm an. 7000 Damage geschossen, 2 Kills. Also schon, das war schon wieder eine geile Runde. Und mit T22 einen Ace zu schießen, ist auch nicht so einfach, weil der sehr, sehr gut gespielt wird, dieser Panzer. Weil er auch relativ simpel ist. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich jetzt hier ein besseres von ihm finde. So, Terminator TOW. Wo hast denn du noch eins reingehauen? Ich muss mal hier ein bisschen... Sonne, Terminator. Okay, das war eigentlich ein Lückenfüller. Oh, mit einem Leo. Wir gucken uns jetzt das andere von Terminator an. Weil einfach leider die Aufnahmequalität nicht gut war. Seht's mir nach, aber so haben wir jetzt mal schnell entschieden. Gut, also jetzt nochmal. Der Terminator ist unterwegs und jetzt bestimmt eine Granatenleistung. Er wird spielen einen Leopard 1, super weich gepanzert, geile Kanone, deutscher Mediumpanzer. Der seinesgleichen sucht, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein Spieler, der nicht so gut spielt, wird mit dem Ding nicht so viel Spaß haben. Das ist wirklich für mich persönlich ein Highskill-Panzer. Da muss man schon ziemlich gut sein, um den gut über durch die Runde zu bringen. Weil, wie gesagt, wenig Panzerung, gute Geschwindigkeit, gute Kanone. Aber der ist halt einfach wirklich weich wie Butter. Den kannst du nicht halt down spielen, den kannst du nicht sidescrapen. Der hat eigentlich nichts außer seine Geschwindigkeit und eine gute Waffe. Und dafür muss man schon gut spielen können, um das Ding gut durch die Runde zu bringen. So, er fährt natürlich hier auf die Medium Lane. Und dann schauen wir mal, was passiert. Auf geht's, meine Freunde. Auf geht's. Ja, und merkt euch, Leute. Am 23. Ich hoffe, ich sage das richtige Datum, aber müsste sein. Am 23. machen wir hier ein Replay der Woche. Und danach gibt's noch mal einen Special-Event hier. Da wird ein bisschen was zu einem ganz wichtigen Thema, was jedem auch was angehen könnte, gestreamt. Und dort gibt es auch noch mal einen lecker Gewinn in Form eines Bonuscodes. So viel darf ich schon sagen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, nach dem Replay der Woche dran zu bleiben. Da werden wir uns ein bisschen unterhalten über ein wichtiges Thema. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und euch das mal kurz anhört, weil das wirklich was richtig, richtig Geiles ist und auch eine Herzensangelegenheit von mir geworden ist. Und das wäre wirklich cool und würde mich mega freuen, wenn ihr erstmal im Stream natürlich zahlreich erscheinen werdet und wenn ihr dann auch nochmal ein bisschen bleibt, weil hier ein ganz großes Ding geplant wird. Und so viel kann ich, glaube ich, verraten. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Ja. Ja. So, mehr sage ich jetzt auch nicht. Hat denn schon jemand jetzt einen größeren Wisch? Alter, wer war das? Chris! Danke, danke für deine Bits. Da habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Damit habe ich gar nicht gerechnet in dem Moment. Oh, vielen lieben Dank, mein Lieber. Genau, also alle wichtigen Discord, alle wichtigen Infos kommen noch im Discord detailliert. Deswegen ist heute auch eine Besprechung wegen dieser großen Sache, die so parallel läuft. Ich kann euch nur sagen, ihr könnt euch wirklich freuen auf das Ganze. Es wird schöne, schöne viele Belohnungen geben und es ist wirklich ein geiles Ding, was da läuft und wirklich ein verdammt wichtiges Thema. Deswegen hoffe ich wirklich, dass wir uns hier von der richtig guten Seite zeigen, auch in der Community und richtig was wegreißen. Also, seid gespannt auf das nächste Replay der Woche, 23. Nach dem Replay der Woche gibt es nochmal separat ein extra Thema und dann geht's richtig los und ich freue mich natürlich drauf. Und ihr könnt auch noch was gewinnen. Also Win-Win. Karo 2,2 Kilo. Da hat jemand einen Aal rausgeholt. Da wollte doch jemand wissen, ob es Aal auch in dem Becken gibt. Ja, Aale gibt es auch. Also Sushi steht, habe ich gehört. Ja, sehr gut. Okay, jetzt aber wieder jetzt zu Terminator. Jetzt habe ich hier viel Werbung gemacht und mich nicht so sehr drauf konzentriert. Tut mir leid. Bisher wirklich sehr, sehr gut. Also er ist hier, ja, ich fahre auch gerne mit dem TD hin auf diese Position. Er ist quasi hier auf A gefahren und kann jetzt hier schön alle wegsnipen. Dafür ist dieser Panzer natürlich auch gedacht. Die Kanone ist ziemlich genau. Sie schießt ziemlich schnell, gute DPM. Nur wie gesagt, an der Panzerung hapert es halt bei dem Ding. Wenn er irgendwo schön weich stehen kann, ohne gefokust zu werden, das kann er hier gerade, kann der auch richtig, richtig schön Schaden schießen. Er hat auch schon 3000 Damage hier rausgehauen. Jetzt hat der Leo, der andere Leo, hat ihn entdeckt. Sehr schön. Naja, ich dachte, er macht jetzt einen Positionswechsel. Er wird gleich wieder aufgehen. Oh, wer einfach direkt gesnappt hier den Boy und dabei angezündet. Oh mein Gott, die FV. 4005 ist es, glaube ich. Hat gerade richtig doll bekommen. Beim Vorbeifahren direkt einen Snapshot oben auf dem Turm. Das Gerät angezündet, Alter, und dann nochmal den Rest gegeben. Wow. Also knapp 5k Damage hier, aber die Zeit läuft ihm davon, um noch mehr Schaden zu schießen. Bisher ist es wirklich sauber, was er hier spielt. Das war eigentlich der Lückenfüller. Sieht aber bis hierhin sehr gut aus.
Ja, jetzt fährt er aggressiv, wenn er noch ein bisschen Schaden machen wollte. 5k Damage. Ich weiß nicht, reicht das schon für einen Ace beim Leo? Könnte fast sein, ne? Ah, nicht ganz. Nicht ganz. War auch ein Wertungsgefecht gewesen. Schön gemacht, mein Lieber. Ja, schade, dass das andere Replay mit 7000 Damage leider so schlecht von der Qualität war. Es ist, das habe ich bei den anderen Leuten gar nicht die Panzer aufgeschrieben. Ich bin auch ein Held. Na egal, kriegen wir auch so hin. 5k schreibe ich mal auf. Schöne Runde, wir gucken mal rein. 3 Kills hat er auf jeden Fall gemacht. Ausführlicher Bericht, 16 Schüsse abgegeben, 15 Treffer, 15 Durchschläge. Einer ging in die Walachei wieder. Der Snapshot auf die FV war wirklich richtig, richtig lecker gewesen. Gutes Positioning hier auf jeden Fall. Schöne Übersicht gehabt. Das ganze Schlachtfeld quasi vor sich. Ja, war gut, war eine runde Sache. Ich fand's gut. So, weiter geht's. Passiv gespielt. Ja, war passiv. Aber was wolltest du machen? Willst du mit dem Leo rausfahren und Pressure aufbauen? Dann fährst du aber nicht weit, ne? Also, war halt gesniped, ne? Das ist halt hinten gestanden. Aber das war eigentlich auch nur der Lückenfüller. Das war nur... Ja, wir mussten aber leider umswitchen. Schade, schade. Ich hätte gerne das vom T22 richtig gesehen. Er stand halt sicher, konnte gut schießen, ist dann ein bisschen aggressiv rausgefahren, als er merkte auch, dass es dann möglich ist. Ja, aber es war trotzdem gut, ne? Das andere war bestimmt noch besser, aber gut, können wir nicht ändern. Warte mal, ich muss kurz 10, 1, 2, 3, 4, 5. Muss mir hier kurz, damit ich die Teams nachher zusammen habe. Gucken wir mal, was der Viking tut, das glaube ich der nächste. Da muss ich noch wieder ein bisschen hochscrollen, weil wir jetzt hier, genau, das war das gesperrte Video. Genau, Josper, CMP habe ich gezeigt. Jetzt ist Viking Dude am Start. Mit einem 50B. Ich muss kurz das Replay hochladen. So, da ist es auch schon. Ach, was haben wir denn hier? 50B erstmal. Schöne, lecker Tarnung hat er sich hier besorgt. Er fährt mit dem Premade zusammen. Mit dem T32. Und... Es ist ein reines Zehnergefecht, ne? Sowas muss man nochmal so ein bisschen separat natürlich auch betrachten. Wo geht der Weg hier hin, ne? Ist ja mit 2 Zehner unterwegs, der Rest ist 9er. Also ist halt immer ein bisschen leichter, guten Schaden zu schießen. Aber hier ein schönes, reines Zehnergefecht. Hier direkt der Weg zur Brücke. Oh, okay, der Reload war natürlich noch nicht fertig. Okay, jetzt schauen wir mal, was passiert. Wie er sich positionieren wird. Da hinten der TP ist natürlich relativ weich. Selbst der Turm ist nicht so doll von dem Ding. Aber der T22 ist schon einen Tacken härter als der andere Medium. Oh. Erste Schelle ist da. Zweite Folge. Oh, der war schön schnell geschossen. Und nächster sitzt auf jeden Fall auch. Ah, sehr gut. Auch schön die Kette hier gezogen gehabt, dass das Team weiter auf den T22 ballern kann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Unten geht der E100 durch. Er ist erstmal ein Reload, steht aber super sicher hier in der Reload-Time, also das ist gar kein Problem. Er kann sogar weiter noch ein bisschen vorpushen, weil hier nichts ist, was ihm gefährlich werden kann. Da hinten wird es jetzt aber gleich sich... Oh, jetzt will er ihn rausholen. Schön schnell geschossen. Ja, das Gegnerteam hat sich auch gesplittet. Ihr seht, da hinten fahren irgendwie 2 Heavys und ein Medium rum. Gute Entscheidung, jetzt hier den TVP wegzumachen. Den wird er auch wegkriegen. Nee, doch nicht, ich dachte... Ich dachte, mit dem Mate zusammen klappt das, aber nee, aber so gut wie. So, 3 Heavys sogar auf der normalen Lane. Erstaunlich, weil normalerweise fahren die Seite von The Viking Dude, fährt eigentlich immer in den Park, wenn man einen Vorteil hat. Aber diesmal ist es anders gelaufen. Da sind die anderen in den Park gefahren und die irgendwie nicht. Sehr lustig. Ah, er will hier schön snipen. Leider nur die Kette. Jetzt Treffer. Und einer geht noch. Sehr schön. Ja, bisher sauber. Hinten sieht er, passiert nichts. Er kann vorne auf jeden Fall jetzt nicht mehr der FV helfen. Den hat es gerade entschärft. Jetzt muss er aufpassen. Er weiß, da kommen 3 fast 100% Heavys. Also nur der eine hat es abbekommen. Sehr gut. 110 E4 ist raus. Jetzt das Objekt nochmal 2 mitgeben. Dann ist er auch weg. Komm, einer geht noch. Ah, gebounced. Jetzt muss er hier weg. Weil die fahren auf jeden Fall hoch. Das hat er sehr gut entschieden. Hat er auch gewusst, dass er hier runterfahren muss. Weil die gleich kommen. Oder er will sie jetzt ein bisschen locken. Sein Mate ist ja auch oben, um aufzumachen. Der T62 ist sehr gut. Kranwagen ist offen. Der ist natürlich im Highdown auch richtig stark. Aber er fährt voll hoch. Okay. Ah, er hat euch fertig geladen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt der Damage. Ja, jetzt ist er gierig. Jetzt fährt er sehr weit hoch. Ne, jetzt kriegt er auch ein bisschen was dafür ab. Ja. Jetzt war er ein bisschen gierig. Hat vielleicht auch nicht mit dem Objekt noch da oben gerechnet. Jetzt wollte er natürlich viel. Er hat keinen hinter sich. Wo ist denn sein Team?
Es steht 4 gegen, oder 4 zu 4. Jetzt fährt er runter. Okay, ich glaube, das war auch die bessere Entscheidung. Da oben hätten sie ihn zerballert, sein Premade, also sein Zugpartner, der ist auch schon so gut wie tot, der ist auf jeden Fall One-Shot hier. Chief Tain pusht jetzt nach unten. Okay, was passiert jetzt hier? Oh, gefährlich, ich glaube sein Zugpartner, nee, der wird nicht gefokust. Okay, direkt den Fahrer wieder ins Leben zurückgerufen, jetzt. Den kann er wegmachen, wenn er Glück hat, was ist Glück, den wird er wegmachen. Okay, Kranwagen ist gleich raus, ja. So, jetzt führt sein Team endlich, aber die Caps sind halt nicht auf deren Seite. Also 540 zu 720. Jetzt wird's eng da vorne. Das Objekt könnte er sich vielleicht auch snacken, aber er ist noch 6 Sekunden im Reload. Mal gucken, mal gucken. Aber die kriegt er schön von hinten. Ach, ein Geschenk Gottes. Jawohl, jetzt kommt. Bumm. Sehr gut. Ja, jetzt haben sie das Ding so gut wie in der Tasche. 5000 Damage hier schon rausgeballert. Gute Entscheidung am Ende gewesen, dass er da runtergesprungen ist, weil sie ihn gerade pushen wollten. Sehr, sehr spielintelligent. Das hat mir gut gefallen. Sein Mate lebt sogar noch. Ah, der Shift-Tail ist natürlich auch nicht blöd und pusht jetzt wie eine wilde Hilde vor. Der wird sich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen besser gestellt haben. Weil er weiß, okay, der eine ist One-Shot. Für den AMX hier, für den The Viking-Dude braucht er halt 2 Hits. Oh, da ist er. Oh, er hat doch gepusht. Er hat doch gepusht. Sehr überraschend hier für mich. Oh, oh. Ich dachte nicht, dass er es tut. Oh, volles Magazin hat er hier gefressen. Jetzt hat er aber, oder? Ja. Jetzt hat er. Sehr aggressiver Move, aber er könnte jetzt auch noch kommen. Ah, scheiße, kann ich gar nicht sehen, aber er hat bestimmt zugeguckt. Oh, wird das gegnerische Team noch gewinnen? Oh, sein Mate ist jetzt auch raus. Ne, er ist noch da. Aber er ist One-Shot auf jeden Fall. Schade, dass er nicht hingeguckt hat. Das können wir jetzt natürlich nicht sehen. Aber sein Team hat auf jeden Fall das Ding hier noch gewonnen. Boah, aggressiver Move vom Chief Tain, muss man sagen. Ja, super gespielt. Spielintelligent hochgefahren. Richtige Entscheidungen getroffen. Hat gewusst, die kommt von hinten. Ist weiter vorgefahren. Hat geahnt, dass wahrscheinlich der Push kommt. Ist runtergesprungen. Einmal umfahren. Dann von hinten ran. Super gut gespielt. Also ich fand's klasse. Ich muss mir nur mal eben hier kurz meine Notizen machen. Ach, auch beim Zusehen, wenn ich's nicht... Also ich weiß, dass es normal geht, aber ich glaube, wenn es ein aufgenommenes Replay ist, kann ich das nicht... Ich kann es aber gleich nochmal probieren, wenn nochmal so eine Situation kommen sollte. Warte, jetzt habe ich mich hier... The Viking. Merkt euch auf jeden Fall, The Viking Dude war mit dem... Dude, reden und schreiben, ich bin Mann, ich kann nicht alles auf einmal... war mit dem AMX 50 Bravo unterwegs... Und hat hier schlappe, sagen wir mal, 6,4k Damage geschossen. Schönes Ding auf jeden Fall. Gute Entscheidungen getroffen. Gucken wir mal kurz in die explizite Auswertung rein, was wir da haben. 21 Schüsse abgegeben, 20 Treffer und 19 Durchschläge. Also das ist auf jeden Fall sehr gut. Viel mehr geht nicht. Ich fand sauber, gute Entscheidung getroffen, auch gut mit dem Teammate anscheinend kommuniziert, das hat man gesehen, die sind immer zusammengefahren, oben der Spot von seinem Teampartner und dann runter, dann gleichzeitig die Entscheidung getroffen, hinten rumzufahren, also man sieht, die haben gut zusammengearbeitet. Ich fand's schön, war gut anzusehen, kann sich gleich auch im Replay, okay, danke dir für den Tipp, Chris, sehr, sehr nett, ich dachte, das geht nicht, ich war mir nicht ganz sicher, aber waren ja auch nur ein paar Sekunden, also wir haben jetzt nicht so viel verpasst und es ging ja hier auch eigentlich um den Viking Dude, aber es wäre nochmal schön gewesen, das zu sehen. Gut, ja, ich fand's gut. Also, ich wüsste nicht, was er falsch gemacht hat. Wenn ich jetzt kritisch sein wollen würde. Nee. Ich war nur erstaunt, dass überhaupt die Seite gewählt, also dass auf der Seite auf die Brücke gefahren wurde und nicht in den Park, weil da war seine Seite deutlich im Vorteil. Aber ansonsten war es gut gespielt. Oh, danke Chris für die Bits, mein Lieber. Genau, Applaus für The Viking Dude, finde ich gut. Läuft bei uns. So, wir gucken mal, wer der Nächste jetzt hier im Rennen ist. Oh, Gamer selber. Also, der Gamer 1512 stellt sich hier mit einem Progetto. Mal gucken, wie er gefahren ist. Auch ein sehr, sehr guter Spieler, wirklich. Also, da warte ich jetzt auch cooles Replay. Er weiß ja auch, was so meine Anforderungen sind. Der ist jetzt auch Mod geworden. Also, schauen wir mal. Mal ein Achter gefahren. Oh, sonst fährt er immer 10er. Hier mit der guten alten Schneekanone oben drauf. Schöne lecker Tarnung ist auch mit dabei. Er fährt mit dem Premade zusammen und ist even im Tier. Also alle sind Achter. Schauen wir mal. Kann mal einer kurz von den Moderatoren Fragezeichen Fisch schreiben? Ich würde gerne wissen, ob ich immer noch heute Abend massieren muss.
Ansonsten muss ich den Stream so lange hinauszögern, bis die gute Dame schläft. Nein, natürlich nicht. Oh, Gaga, Alter. Fast einen 8-Kilo-Fisch rausgeholt. Oh, du bist mein Retter, ey. Ohne Scheiß. Also, wie gesagt, der heute den größten Fisch rausholt, der kriegt von mir einen India-Game. Zu geschickt einen Code. Ich habe ein paar Dinger da, die habe ich mal gekriegt, bekommen vom guten Björn. Vom Falkor. Und die darf ich halt raushauen für kleine lustige Sachen. Oder wenn ich meine Bedouille stecke hier und vielleicht massieren muss. Ja, sind halt lustige kleine Minigames, ne? India-Games von Steam. Den Code schicke ich dann raus an denjenigen, der am Ende des Streams hier den dicksten Fisch hat. Ja, wie gesagt, alle 3 Minuten könnt ihr das raushauen. Mal kurz schreiben. Also, jetzt aber zum Replay, sorry. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, da oben. Aha, okay, die ganzen Heavys sind auf jeden Fall auf die Medium-Lane gefahren, bis auf einer. Der wird da hinten gerade auseinandergebaut. Centurion fährt hier so ein bisschen mittig. Oh, schöner Snap aus der Fahrt. Eieiei, eieiei. Oh, 2 von hinten reinbekommen. Er hat natürlich auch gut gesehen, dass da nichts mehr zu holen war. Also die Entscheidung hier wegzufahren gegen die ganzen Heavys und Mediums war auf jeden Fall die richtige. Auch wenn er jetzt schon, naja, was haben wir denn da drüben? One-Shot. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist kein Panzer da, der über 400 Damage machen kann. Ah, war auf jeden Fall Versuch wert hier durchs Häuschen. Wobei der 53 TP hätte es schaffen können. Aber für den Rest sollte er nicht One-Shot sein. Behaupte ich jetzt einfach mal mit meiner Arroganz. Action X schießt nicht so viel, Centurion macht nicht so viel, Alpha und der Progenitor auch nicht. Also hat er vielleicht noch 2 Chancen hier irgendwie das Ding zu überleben. Action X jagt ihn aber noch, Action X dahin. Oh, was haben wir da hinten? Ein AMX CDC, schießt auch nicht so viel Schaden, aber hat auch einen super Reload, ist aber auch weich wie Butter das Ding. Und er ist auch schnell. Oh, schön gemacht. Schön eingezielt noch, soweit es ging. Ah, ja, er muss mutig sein. Also, diese Truppe, der gegnerische Panzer. Oh, jetzt hat er, ja, das Häuschen geknutscht. Gut, dass da gerade keiner wohnt, mein Lieber. Schauen wir mal. Ah, der CDC ist richtig heiß auf dem Progetto. Oh, Turm zerstört. Ja. Ah, ich dachte, er fährt hinten raus. So, jetzt ist er auf jeden Fall One-Shot. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Außer so ein Low-Roll-HE-Schuss oder sowas. Aber jetzt ist er richtig, richtig doll am Schwitzen wahrscheinlich. Also, 205 Leben noch. 2000 Damage geschossen. Erster Hit hier auf die Kette von Progetto. Richtig gut. Ah, jetzt spielt er über den Turm. Sehr gut gemacht. Ist leider auch aufgegangen dadurch. Na, AMX. Das Ding ist nicht gut geflogen. Sein Mate hier mit der riesenfetten VK 168 stellt sich da vorne, will sich auch anbieten, denke ich, zum Abschießen, damit er hier hinten noch ein bisschen drücken kann. Aber was macht er jetzt? Will er da hinten auf den anderen AX? Das bringt gar nichts. Das kann er eigentlich gar nicht gewinnen. Oh, ich dachte, er hat die Coppola getroffen. Also hat er zwar, aber nicht so, wie er sollte. So, jetzt haben wir noch einen Action X hier. Habe ich vorhin AMX gerade gesagt? Ich glaube ja, ich meinte natürlich Action X. Jetzt haben wir noch einen Action X, der wird mit 2 jetzt hier locker die VK wegbremsen. Und so ein Action X hat halt, ich weiß jetzt nicht genau, einen Reload, auf jeden Fall einen sehr kurzen Reload. Der kann richtig rausschmettern wie so eine alte, wie so ein altes Maschinengewehr. Das wird jetzt nicht gut für ihn. Der ist auch relativ mobil für so ein Heavy. Oh, nee, da ist er schon wieder gegen die Wand gefahren. Oh, 22 Leben noch. Da hat er jetzt aber gerade gepokert, Alter. Ich dachte, der Action X kann schon wieder den zweiten Schuss kommen lassen. Er will jetzt natürlich pushen mit dem Action X. Das würde jeder machen, ne? Er kann aber jetzt seine Mumpel nachladen. Oh, er darf keinen abkriegen. Oh, vorbeigeschossen. Rausfahren lohnt sich fast schon gar nicht, weil er gleich schon wieder nachgeladen hat. Action X ist wirklich ein altes Maschinengewehr. Er muss hoffen, dass er mit seinem, dass sein Premate hier, sein Zugbuddy, das. Oh, der hat, glaube ich, verschossen. Okay, der Action X hat sich gedreht, fokust jetzt hier. Die VK 168, 1, kommt 2. Nein, er bounced. Oh, jetzt wird's böse. Er hätte gerade noch schön einsetzen können, ist leider gebounced am Action X. Jetzt wird's richtig, richtig heiß, Alter. Mit 22 HP ist er hier in der Runde. Er könnte natürlich auch einfach nur wegrennen und auf Unentschieden setzen. Oder er stellt sich den Panzer, aber eigentlich hat er keine Chance. Selbst wenn der Action X einen verschießt, wenn der zweite sitzt, ist er durch. Und, ja, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er machen wird. Unentschieden wäre nicht so geil. Ne? Puh. Was macht er?
Spannung. Hier steht er eigentlich ganz gut. Ja, da ist. Oh, der Actix hat den richtigen Riecher gehabt, wo er hinfährt. Ah, aber er kann jetzt keine eine Minute abhauen. Er muss sich jetzt dem Gefecht stellen. Er piekt ein bisschen an. Jetzt kann er kurz einmal raus. Zack, und wieder weg. Sehr gut. Oh, jetzt muss er schnell rum. Jetzt muss er ganz schnell rum. Oder Kette ziehen. Oh, perfekt, Alter. Er hat ihn. Ja, sehr geil. Das ist bestimmt nur ein Klasse 1 oder so wegen dem Schaden. Aber das war so geil gespielt am Ende. Ja, und mega spannend. Sehr cool. Sowas reicht auch, ne? Leute, ihr müsst nicht immer 5, 6, 7, 8.000 K schießen. Sowas geht halt auch mal durch. Deswegen habe ich auch extra Klasse 1 erlaubt, weil manchmal ist so ein Klasse 1 Replay wirklich auch klasse, ja? So wie das hier zum Beispiel. Ich fand's gut. War jetzt natürlich keine Damage-Leistung, die jetzt hier alle aus den Socken gehauen hat. Aber geil gespielt, wie er den Action X nochmal ausgetänzelt hat. Fand ich richtig, richtig stark. Das war geil gemacht. Sowas ist cool. Ich hätte nicht gedacht, dass er es schafft, aber als er verschossen hat und dann nochmal, er musste die Kette ziehen. Hätte er die Kette nicht gezogen, wäre es, glaube ich, vorbei gewesen. Also, das war ein bisschen Glück, ganz viel Können und ein geiles Ding, ne? So, drei Panzer hat er zerstört. Er hat, achso, ich muss nochmal kurz, und er hat 3, ach, pack mal ein bisschen was drauf. 3,6K. War ja fast 3,6K. Ist ja auch nur ein Fliegenschiss. So, Gamer 1512. Also, ich fand das Replay auch stark. Also, muss ich wirklich sagen. Cooles Ding. Anfang haben wir noch ein bisschen gequatscht. Da haben wir ein bisschen den Skill verpasst. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Sein Teammate hat natürlich auch gut Damage geschossen. Ne? Ich sag's ja auch immer, habt ihr einen guten Partner mit dabei, der auch gut Schaden schießt. Könnt ja auch keine 7-8K schießen, weil der schießt ja auch Damage und da bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Die Schadenspunkte in so einer Runde sind ja begrenzt. Ja? So, aber es war schön gespielt. 24 Schüsse abgegeben, 20 Treffer, 18 Durchschläge, weil er halt viel snappen musste, weil er halt natürlich auch schon relativ low war. Und es gibt so Panzer, da musst du ganz viel snappen und gefährliche Schüsse machen, weil du es dir nicht leisten kannst, rauszufahren, einzuziehen und zu schießen. Da musst du halt schnell rausknallen, damit du halt nicht so viel Damage bekommst. Und das ist halt, oder du hast halt wenig Leben, dann musst du es auch machen. Also ich fand's gut, stark gespielt, schöne Runde. Sowas finde ich auch cool, gutes Beispiel auch für einen Replay, was geil sein kann, ohne dass man so viel Damage schießt. So, das von Sonne ist Lückenfüller, das von Thermi war Lückenfüller, das haben wir jetzt gezeigt. So, den kenne ich noch gar nicht, der hier spielt. Ah, mal wieder ein neues Gesicht beim Replay der Woche. Bin mal gespannt, wie er fährt. Das wurde auf jeden Fall abgesegnet von den Mods. Da bin ich mal gespannt. André. So, vorher, ich muss aber mal, weil sonst komme ich mir so langsam schon schlecht vor, weil ich es so selten erwähnt habe, ich muss einmal meinen Sponsor erwähnen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtige Taste, nicht, dass ihr jetzt meine Peniskamera seht oder so. Nee, das ist falsch. Warum geht das nicht mehr? Da war es eigentlich. Oh, das ist bestimmt die Cam. Vibe 2, willkommen im Livestream. Vielen Dank für dein Follow, mein Lieber. Thank you. Ja, irgendwie kann ich leider gerade deinen Dings nicht abspielen. Warte mal, vielleicht mache ich es händisch, damit wir es wenigstens mal zeigen. Sponsor Winter, nee, das ist das andere. Er zeigt sogar an, dass es an ist. Jetzt kommt er, ja. Hardcore Gorillas Clan Alliance, Leute, die hauen hier die Kohle für euch raus. Deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, auch insbesondere hier an den guten Sonnenschmidt. Ich trage auch hier das T-Shirt von den guten Boys, ne? Auch mein Clan, die Kekslöcher sind natürlich auch mein T-Shirt drauf. Die gehören ja zu mir. Wie, weißt du, ne? So, ne? Kennt ihr die ganzen lustigen Beispiele. Aber hier, die Hardcore Gorillas Clan Alliance, das sind die hier für diesen Stream, die Moneten bezahlen und euch dann quasi den großen Battle Pass für übernächste Woche bezahlen. Ja. So, also, vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür. Das wollte ich schon mal kurz erwähnen. Und ich weiß auch, dass die noch gute deutschsprachige Spieler suchen. Also solltet ihr unzufrieden in eurem Clan sein oder weiß ich nicht, noch keinen Clan haben. Kann ja auch durchaus sein. Schreibt mal einfach den Sonnenschmidt an, der kennt sich gut aus in der Szene und hat da auch ein bisschen was zu melden. Und fragt ihn einfach, ob ihr da rein könnt. Ne? Aufnahmekriterium kann er euch natürlich sagen. Wie sieht's denn aus? Ja, Gaga ist immer noch Erster hier beim Fischen. Das finde ich sehr, sehr lecker. Das gefällt mir. Finde ich sehr cool. So, aber weiter geht's jetzt hier im Geschäft. Also, wie gesagt, vielen Dank wirklich auch vom Herzen, Hardcore Gorillas Clan Alliance, dass ihr mich immer hier finanziell unterstützt und dieses Ding reinhaut mit dem Replay der Woche. Also, die Moneten und ich mache hier die Arbeit. Finde ich aber sehr cool. Mir macht es auch richtig viel Spaß, mit euch was zu machen.
So, also, wir haben jetzt hier, habe ich gerade gesagt, der André, der jetzt hier gerade für uns fährt. Kenne ich persönlich noch nicht, ich bin sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall in beiden Teams ein Zug-Team dabei und er spielt Solo. Ist ein reines Zehnergefecht, das finde ich schon mal ziemlich geil. Und er fährt den STB1 Adamant, also mit der Adamant-Tarnung. Und jetzt bin ich gespannt, was er hier zeigen wird. Für mich ganz, ganz neu, der gute Boy. Schauen wir mal, vielleicht haben wir hier einen neuen Konkurrenten. Oh, warum habe ich so viele Zahlen hier drin? Ach, deswegen hat das nicht gestartet, weil ich in meinem Chatfenster war. Na, das erklärt einiges. Weil so würde er es machen. Ich mache jetzt aber nicht an. Ist natürlich klar, wenn ich im Chat schreibe, dass er das nicht anhaut. Gut, aber egal. Weiter geht's. Also, er fährt direkt hier aggressiv vor auf, ich nenne es mal AB. Ah, nee, er verschiebt sich noch ein bisschen weiter links. Aber sehr aggressiv. Ah, er will auf jeden Fall spotten. Ich denke, das ist sein Ziel. Er will hier den Spot machen. Hat auch direkt hier erstmal den ES4 aufgemacht. Schon mal sehr gut. Da hat er noch mehr gespottet. Also spottechnisch war das schon mal ein richtig guter Move. Ich liebe Spotter. Ich liebe Leute, die wirklich guten Spot fahren können. Das sieht man bei WoT Blitz halt super selten. Beim Großen habe ich ja vorher gespielt. Ist es Pflicht und Kür. Hier ist es sehr selten und nicht super notwendig, weil das ja alles so dicht beieinander ist. Aber es kann dem Team einen ungemeinen Vorteil bringen. Und kann auch einfach Games entscheiden. Gerade wenn sich beide so ein bisschen einbunkern und du einen guten Spotter da vorne hast, hast du definitiv einen Vorteil. Da hinten hat er auch schon wieder schön einen aufgemacht. Die FV115, bravo. Und da ist auch der Medium schon geplatzt hier zu seiner Linken. Da ist er auf jeden Fall nicht ganz unbeteiligt dran. Und da hinten kann er schön reindrücken. Das macht er gut hier. Er steht sehr aggressiv, hat einen Blick auf alles, spottet das ganze gegnerische Team hier. Ja, auf jeden Fall sogar. Und kann selber sogar noch Damage mitschießen. Der Jo hat auch schon keinen Bock mehr auf ihn zu ballern, weil er halt so schnell hoch und runter fährt. So, Magazin vom Jo sollte leer sein. Jetzt kann er hochfahren. Macht er auch ES4 direkt Damage raus. Er muss aufpassen. Links war jetzt irgendein Heavy. Ich hab's noch nicht gesehen. Was war das? Er guckt auch sehr schnell. Auf jeden Fall einen Heavy, der wahrscheinlich wehtut. Da auch ein Jo. Oh, da muss er natürlich richtig aufpassen. Zwei Schuss Magazin. Da kriegst du erstmal schnell 1000 Damage. Oder auch drei, sogar über 1000 Damage. Dauert nur ein kleines bisschen länger. Ah, hier, das macht er schön. Da das Objekt hinten aufgemacht. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, der Jo, der wartet jetzt auf ihn, ne? Ah, das war die erste Schelle. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt hat er natürlich... Oh, eine HE. Aber nur 56 Damage. War jetzt nicht so schmerzhaft. War eher wie so ein heißer Pup mit Feuerzeug. Da ist nicht viel passiert. So. Okay, weiter geht's ja. Also, 4700 Damage schon rausgehauen. Er hält immer noch alle auf. Der Jo hat auch anscheinend nicht mehr Bock. Er hat sich auf jeden Fall umpositioniert, damit er reinkommt. Und deswegen, oh, das Objekt ist auch rübergefahren. Jetzt muss er die Position wechseln, weil sonst knallen sie ihn aus dem Leben. Jo ist hinten rumgefahren. Objekt kam dann von vorne. Die hätten ihn schön rausgedrückt. Hier reicht, glaube ich, die Gun Depression nicht aus, oder? Doch, für den da hinten. Ja, doch. Sehr gut. Also ich glaube, die FV hat er fast alleine gekillt, ne? Obwohl er links und rechts Panzer um sich herum hatte. Das war auf jeden Fall stark. Ach, er schießt auch wirklich. Oh, oh, der ES4 drückt. Na komm, kriegt er den noch? Nee. Kriegt er nicht. Aber der Jo ist natürlich gefährlich. Der Jo hätte sich da unten positionieren sollen, aber der Jo möchte jetzt den Kinderwerfer. ES4 pusht auch nach oben, so wie es aussieht. Der andere Jo drückt auch nach oben. Gute Wahl, dass er hier nicht vorne über den Berg gefahren ist, sonst hätte er so hart von hinten bekommen. Gute Entscheidung, hier um den Berg rumzufahren, weil sonst wäre er vielleicht sogar weggegangen, also geplatzt und aufgegangen, tot und so weiter. Ihr wisst ja so, rest in peace. Ah, trifft er den Coppola? Ja. 4000 Damage, bisher super saubere Runde. Geiles, geiles Movement, geile Übersicht, geiler Spot. Gefällt mir bis hierhin richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Er ist auch noch fast voll HP. Einen hat er vorhin vom Jo gefressen. Na, ich glaube, der war das hier sogar, der Bengel. Den, da hat er noch mal eine Rechnung offen. ES4 kommt da hinten. Er guckt sich immer ganz gut um. Also er hat das hier alles auf jeden Fall im Blick. Vier Gegner sind noch da. Ein TD ist auf jeden Fall zu. Weiß nicht, was für einer das ist. Müsste man mal gucken. Oh, ein Kinderwerfer ist noch am Start irgendwo. Ah, jetzt geht er ins offene Gefecht hier mit dem ES4. Er kann ihn rausholen, aber der Jo steht gut da. Der macht den Weg zu. Also wenn er jetzt vorfährt, ist er auf jeden Fall tot. Oh, der ES4 bounced. Aber er kann ihn nicht pushen wegen dem Jo. Das ist das Problem.
Der alte Yu-Gi-Oh-Panzer, er drückt jetzt auch noch von hinten. Jetzt muss er vorfahren. Genau, jetzt holt er die S4 raus. Boah, saustark. Genau im richtigen Moment losgefahren. Jetzt kann er den Jo von hinten holen. Mega, 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 mega. Ja, sehr gut. Komm, einen kriegst du noch. Einen kriegst du noch. Einen kriegst du noch. Er hat es verkackt mit seinem Rohr. 6000 Damage hier. Zwei TDs sind noch am Start. Das ist einmal das Kinderwerfergerät da hinten. Und das müsste das Objekt da links sein. Kinderwerfer hat verschossen. Boah, auch richtig schnell gesnappt hier. Hochgefahren, Rohrsenkung abgewartet. Oh, das Objekt steht aber auch dumm. Eieiei, da hat er wohl nicht auf die Karte geguckt. Ja, der wird jetzt gnadenlos zerballert. Aber ich denke, der Kinderwerfer sollte auch langsam wieder schussbereit sein. Der Kinderwerfer macht ihn One-Shot. Und auch das Objekt nimmt ihn One-Shot. Einfach raus. So, einfach so hier. Pop. Da reicht der lowste Low-Roll. Und das Ding ist weg hier. Wenn wir nicht gerade von der E-Rennen. Ah, das Objekt ist schon hart. 263 ist ekelhaft. Ich spiele auch nicht so gerne dagegen. Oh, er muss echt aufpassen. Kriegt er den Hit, ist er raus. Aber er capped und baut dann natürlich dadurch Pressure auf. Das kommt noch oben drauf. Ne? Jetzt geht er raus, weil er gesurfed wird. Ja, und angezündet. Oh, das war glücklich. Oh, das war glücklich. Kinderwerfer hat aber auch hinten in E100 oder was auch immer noch darum gefahren ist, aus dem Leben geschossen. Kinderwerfer ist also jetzt gerade im Reload. Aber ich glaube, bis er da ist, ist der Reload auch schon durch. Was hat der Kinderwerfer? 16 Sekunden so ungefähr. Je nachdem, was er auch drin hat. Ich bin nicht ganz sicher, aber so circa. Bisschen 16, 18. Ich glaube aber so um die 16. Oh, er guckt in die andere Richtung. Ah, wow. Krasses Replay. Krasses Replay. Korrigiert mich bitte, wenn ich was falsch gesehen habe. Aber super Spotting. Super Positioning. Gute Übersicht. Und auch alles richtige Entscheidungen getroffen. Er hat gewartet, bis der Jo von hinten um das Gebäude rumfährt. In dem Moment ist er dann gepusht. Gut, er hat auch Glück, dass der IS-4 gebounced ist. Dann ist er gepusht auf den IS-4 kaputt gemacht. Gleich von hinten an den Jo ran. Er hat auch gehört wahrscheinlich, dass er einmal schon geschossen hatte. Auf den E100 war es, glaube ich, gewesen. Und ist dann von hinten ran und hat sich dann den Jo gesnackt. Richtig, richtig stark. Richtig stark. Das war ein gutes Replay. Puh. Puh. Also. Merkt euch auf jeden Fall, meine Lieben. Merkt euch, merkt euch, merkt euch. Den Namen. Ach, jetzt steht wieder ein anderer da. Vorhin hieß er doch Andre, oder? Im Spiel stand da nicht Andre. Auf jeden Fall, wollen wir ihn Andre nennen? Oder ist es dann falsch? Oh, irgendwas war hier gerade. Ah, Bits. Danke dir, mein Lieber. Danke dir. Ja, Applaus ist es absolut wert. Also das war... das war eine richtig geile Runde. Oder wollen wir ihn AY4 nehmen? Damit ihr müsst euch diesen Namen merken. Wir haben jetzt so viele Namen heute schon gehört. Ich nenne ihn mal AY4, okay? Alias Andre, weil das stand zumindest im Spiel. Ist, glaube ich, gar nicht im Stream, sonst würde er auch schreiben, wie wir ihn richtig nennen sollen. Ayanam wahrscheinlich oder so. Wir nennen ihn AY4, okay? Eigentlich müsste ich mal festlegen, oder? Was sagt ihr denn dazu, dass die Leute, die mir Replays schicken, wenigstens im Stream sind? Was meint ihr? Ayanami ausgesprochen. Auch so gedeutscht, Ayanami. Ach, du bist da, sehr cool. Aber, also Ayanami oder Ayanami? Ayanami? Müssen wir nochmal ganz kurz, da hat er nur eine 4 gemacht in Klammern, okay. Also auf jeden Fall mega starkes Replay. Ayanami, okay. Richtig, richtig krass geil gespielt hast du das Ding. Puh. Ich glaube, da sitzt der ein oder andere gerade auf seinem PC-Stuhl oder auf seiner Couch oder auf der Toilette und denkt sich, gut, dass ich gerade auf der Toilette sitze, weil jetzt hat er richtig Schiss in der Schüssel. Also das, ich glaube, du hast sehr gute Chancen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, du hast gute Chancen heute was zu reißen. Ja, ich fand's auch ultra stark. Ultra stark. Also, ich sag ja, wie gesagt, derjenige, der auf der Toilette sitzt, hat heute alles richtig gemacht, als er das Replay gesehen hat und hier teilgenommen hat. Weil das war richtig gut. Das war puh. Aber wir sind noch nicht fertig. Es kann noch geschlagen werden. Ich fand's auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ne? Gut. Ist ja auch immer Ansichtssache, Viking Dude. Ne? Der eine findet das besser, der andere findet das besser. Also ich fand es sehr, sehr stark. Ich sage, er hat auf jeden Fall gute Chancen heute. Weil er auf jeden Fall, ich sag mal so, für mich persönlich
ich will auch nicht zu voreingenommen sein und so. Top 3 auf jeden Fall ist. Also ich fand es sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Das war wirklich gut. So. Ja, also Haltungsnote hätte auch von mir. Ich wüsste nicht, was falsch gelaufen ist. Es war alles gut. Und gut gespottet noch zusätzlich. Und aggressiv. Und also es war alles da. Es war wirklich alles da. Ich wüsste nicht, wo er hätte eine bessere Entscheidung treffen können. Mir fällt nichts ein. Nicht nur persönlich, weiß ich nicht. Ich fand's sehr gut. Ja, vielleicht habe ich auch was nicht gesehen. Ne? Ich bin ja auch nicht der Beste. Ich mache das ja hier zum Entertainen. Verstehst du? Ne? Immer die beste Ausrede. Ich will ja nur entertainen. Ich will Spaß haben. Aber das will ich wirklich, Leute. Ich will Spaß haben. Ich will hier eure geilen Replays zeigen. Und so, Gaga. Habe ich Gaga noch gar nicht gezeigt? Mir war so. Gaga habe ich noch nicht gezeigt. Tatsache. Habe ich auch nicht auf dem Schirm hier. Nee, Gallant of Truth, Terminator, nee, okay. Aber, wollen wir mal ganz kurz mal abfragen, ich würde, ach, da hätte mich nochmal angeschrieben. Meinst du, egal, das Yellow war das Richtige, okay, sehr gut. Wurde ich auch nochmal erwähnt, genau, aha, ich wurde nochmal erwähnt, was ist denn hier los? Führungsebene. Oh, Gaga, als Mod, hä? Ach so, ja. Das hat seinen Grund, warum Gaga hier Mod ist. Oder habe ich es schon gemacht? Oder wollte ich es machen? Das ist nicht ohne Grund. Alles gut, keine Panik, meine Lieben. Der darf. Das erfahrt ihr alles am 23. Ist nur temporär. Nur temporär Mod. Alles gut, keine Panik. Ich wurde nicht gehackt. Das ist alles richtig so. Gut, aber sehr schön, dass ihr aufmerksam seid, meine Lieben. Dafür seid ihr ja auch da. Finde ich cool. Das ist aber richtig so. Also, jetzt aber wieder zum Geschäftlichen. Also, erstmal schreibt mal bitte ganz kurz rein im Chat, was ihr davon haltet, wenn wir sagen, okay, derjenige sollte schon wenigstens im Stream sein, wenn sein Replay der Woche läuft. Also, ich meine, ist ja auch Arbeit, ich kommentiere das, wir gucken uns das vorher an und da sollte man vielleicht wenigstens dabei sein, wenn es gezeigt wird, oder? Also, ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Ich meine, mich würde es ja voll interessieren. Ich stelle mich ja da auch irgendwie einem Urteil, ne, von der Community und von dem komischen Streamer, der da vor seinem blöden Monitor sitzt. Ne, also, ich wäre ja auch tierisch neugierig, wenn ich sowas einschicke. Stream gucken Pflicht, ja, ich denke auch, also das ist schon auch so ein bisschen, ja, Respekt hört sich so blöd an, ne, aber ich meine, wir machen uns ja damit auch Arbeit, wäre schon schön, ja, ich finde auch, es kann natürlich Ausnahmen geben, ne, jemand verletzt sich, hat einen Autounfall oder so, ne, mein Gott, das sind dann so Ausnahmen, aber ich denke, wenn man dabei, aber dann suchen die immer Ausreden, vielleicht sollte man vorher abfragen, ob die Leute da sind und wenn die nicht da sind, dann zeigen das Replay nicht oder so, das werde ich mal mit meinen Leuten besprechen, aber ich glaube, die meisten finden das auch ganz gut. Wenn die Leute da sind, weil, wie gesagt, wir haben ja auch Arbeit, wir gucken das vorher an und so. Genauso anstandshalber, genau, das ist das richtige Wort, das habe ich gesucht, so anstandshalber sollte man schon dabei sein. Gut, ja, ich glaube, da sprechen wir nochmal in der Führungsebene drüber, aber ich denke, das sollten wir vielleicht mal einführen. Weil es ist auch blöd, dann frage ich irgendwas auch, wie der Name vielleicht ausgesprochen wird oder was weiß ich, ne, und dann kommt da nichts zurück oder ich sage mal richtig geil, ich lobe den vielleicht und dann rede ich mit mir selber, wenn der nicht mal da ist oder war voll scheiße, kann ich nicht mal anmeckern. Also, so, gut, also, jetzt aber zum Geschäft. Soll ich einfach Gaga sagen? Siehst du, Gaga reicht es oder willst du den vollen Namen ausgesprochen haben? Hast du da Interesse? Gaga Guitar ist es auf jeden Fall. Also, ich werde schon mal das Replay hochladen. Und ist das schön, Leute, ich gucke mir die wirklich vorher nicht an. Also, ich bin genauso überrascht wie ihr. Warte, scheiße, jetzt haben wir nicht die Trefferauswertung gemacht. Aber die war garantiert super. Tut mir leid. Wenn das noch gemacht werden soll, sagt es gerne, dann mache ich es gleich nochmal an. Warte, warte, nee, machen wir gleich. Warte, oh, oh. Zack, ich frage ihn mal, wer ist ja hier? Möchtest du euch noch schnell die Trefferauswertung machen? Ich habe sie gerade vergessen. Ich sage eigentlich, wie viele Schüsse abgegeben, wie viele Treffer, wie viele Durchschläge. Soll ich das noch eben schnell machen? Zu deinem Replay. Damit meine ich natürlich, Ayanami. Oh, Entschuldigung. Ich weiß gerade ein bisschen, wenn wir vom Thema abgekommen sind, habe ich mein Ding nicht durchgezogen. War ein bisschen mein Fehler, aber deswegen überlasse ich dir die Entscheidung. Ist er wahrscheinlich gerade auf Klo und freut sich, weil das Video so geil war. Nein, Quatsch, nur ein Spaß. Ja, wir warten mal ab. Wir gucken uns erstmal das Replay an. Wenn da nichts kommt, dann lassen wir es so, wie es jetzt ist. Tut mir leid, dass ich da gerade, sonst mache ich es immer der Fairness halber, ne? Gut. Also, wie gesagt, denkt noch dran. Ausrufezeichen Fisch. Ihr könnt heute hier schön was ihr wollt. Oh, ist schon 9:31, aber wir sind gut in der Zeit. Wir sind gut in der Zeit. Ist auch übrigens das letzte Replay hier. Korrigiere mich bitte, Sonne, wenn ich eins vergessen habe. Ich würde sagen, es ist das letzte Replay des Abends. Dann werden wir das Replay der Woche machen und machen direkt das Finale. Das heißt, der Gewinner kann heute auch schon im Zweifel seine Kohle mitnehmen. Meine Lieben.
Ja, wir haben uns ja dafür entschieden, heute auch Finale gleich zu machen, dass wir dann immer mit den Updates das machen. Bedeutet natürlich trotzdem für euch, Leute, wartet, bis das Update durch ist am 19. und bitte schickt mir erst dann Replays. Wenn wir jetzt schon extra das System umstellen. Ja, also da müsst ihr so ein bisschen selber mitdenken, wenn ihr wisst. Ich sag's auch immer an. Oder ich habe auch hier einen Info-Channel, wo auch Updates angepriesen werden. Die kommen in der Regel einmal im Monat. Die sind immer so, ja, zwischen 16. und 20. ist jetzt ein bisschen größer gefächert, aber so um den 19., 18. rum sind die in der Regel. Und bitte erst danach dann Replay schicken, weil ich schaff's manchmal nicht, sie vorher aufzunehmen, weil ich halt auch viel arbeite, also in der richtigen Welt. Ja, das wäre ganz geil, wenn ihr mich da unterstützt. Oder dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn es dann halt nicht gezeigt werden kann. Dann macht dann einfach noch ein neues Replay, wenn ihr vielleicht auch nicht gemerkt habt, oh fuck, da war ein Update. Es war noch kein Replay der Woche. Also muss ich noch schnell ein cooles Ding schießen und ihm schicken. Ne? Das könnt ihr auch, ihr seht ja, wenn ihr mal ein Update runterladet. Das passiert ja nicht aus nichts. Also deswegen, da so ein bisschen mitdenken bitte. Das Angeln funktioniert nicht richtig, weil Gamer hat gerade ein... Nein! Nee, muss mal richtig gucken. Vielleicht ist der Fisch abgesprungen oder wurde weggerissen oder so. Warte, wo ist denn? Warte, das prüfen wir. Mein Angel-Dings funktioniert 100%. Warte, Gamer. Unfair, schon zweimal mit dem Fisch. Warte, Gamer. Hat ein Smartglas an der Angel. Er wiegt 10,82 Kilo. Du gibst alles, doch leider reißt die Schnur. Schade. Also, das Ding ist von der Angel abgesprungen. Das sind halt Events, die passieren können. Die kann ich alle nicht steuern. Ihr seht das, ich mach nichts und das passiert alles automatisch. Also die Fisch hat er nicht. Ihr müsst natürlich den Fisch an Land holen. Und das System wertet automatisch nur an Land gezogene Fische. Wenn ihr eine schwere Gummipuppe aus dem Wasser holt, das kann durchaus wirklich passieren. Ist auch in dem System drin, dann habt ihr auch nicht gewonnen. Das ist auch was man nicht fangen sollte. Aber der zählt es halt. Das war einfach unlucky. Ja? Schnur ist halt gerissen. Ja, also das System funktioniert. Ich denke, das ist angekommen. Ah, hier, guck mal, Knorrhahn an Land gezogen. Ja, sehr gut. Also, ihr angelt fleißig weiter. Hauptsache, Caro hat hier nicht den dicksten Fisch. Und ihr könnt heute ein kleines Mini-India-Game von mir gewinnen. Das haue ich nämlich raus dafür, dass ich heute nicht massieren muss. Ja, okay, perfekt. Also, jetzt kommen wir aber zum Replay. Wir wollen ja auch irgendwann fertig werden, meine Lieben. Aber ich habe wieder richtig Spaß. Ihr merkt es, ich finde das cool, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Wirklich richtig geil. Läuft bei euch, meine Lieben. Also, er fährt auf jeden Fall hier im Top-Tier. Hat 3-8er Gegner. Er ist selber im Zug, hat auch noch ein anderes Zugteam bei sich und die Gegner fahren auch mit zwei Zügen logischerweise. Oh, Yu ist auch dabei. Na, schauen wir mal, was hier abgeht. Also, sein Mate fährt auf jeden Fall mit einem Kampfpanzer 70, wenn ich es richtig sehe. Und Abfahrt. Komm, zack, hier, Start. Los! Gut, los geht's, meine Lieben. Kampfpanzer 70, letzte Runde hier für heute. Also, zumindest fürs Replay der Woche. Danach ziehen wir uns nochmal ganz schnell das Finale rein. Der Gewinner von jetzt tritt dann gegen den Gewinner vom letzten Mal an. Und dann aber das Ding auch durch, meine Freunde. Und dann muss ich zu einer Besprechung. So. Haben wir doch geschafft in der Zeit, oder? Ja, das sieht sehr gut aus. Wir sind sehr gut dabei, meine Lieben. Sehr gut dabei. Okay, erstmal hier schön auf die Medium Lane fahren. Finde ich auch immer besser. Achso, Panzer fährt er, habe ich glaube ich nicht gesagt. 50 TP Prototyp. So, wow. Okay, der T92 war es, glaube ich. Der hat sich gerade übelst gewastet. Ja. Ist einfach, warum auch immer, mitten auf die freie Fläche gefahren. So, ihr seht ihn da hinten noch leicht schmökeln. Also schon mal eine Kanone aus seinem Team raus. Das ist schon mal sehr schlecht gelaufen. Aber den T92, den gibt er jetzt auch erstmal ein bisschen. Sein Zugpartner pusht ihn. Tut natürlich richtig weh mit der dicken HE-Schelle vom Kampfpanzer 70. Also dem T92 geht's nicht mehr gut. Ja. Okay, ich würde sagen, sie sind even. Beide haben den T92 verloren. Sehr gut. Sein Team hat noch einen Kill gemacht. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Noch keiner hat hier gecapped. Er pusht jetzt vor, weil auf der anderen Seite sind auf jeden Fall drei Panzer mindestens am Start. Oh, der Progetto hat es Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt. Der verzieht sich jetzt hier gerade und haut vom 50 TP Prototyp ab hier. Vom guten Gaga. Darf ich Gaga sagen? Ehrlich gesagt. So. Sehr gut. Also, jetzt kommt die nächste Schelle. Ja. Oh. Ja gut, mit seinem Partner zusammen 1000 Damage gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Das tut auf jeden Fall weh. Der Progetto weint wahrscheinlich gerade ein kleines bisschen. Oh, jetzt schön in die Seite. HE geht nicht wegen dem Stein. Sehr gut.
Ah, das gegnerische Team. Team. Jetzt kommt schon langsam wieder. Wenn man so viel redet. Also, wenn man so viel quatscht wie ich hier, so an einem Stück, nachdem man gerade nochmal 11 Stunden arbeiten war, dann setzt manchmal das Gehirn leicht aus und die Lippen funktionieren, glaube ich, nicht mehr. Nein, seht's mir nach, ne? Ich bin voll dabei, aber manchmal. Alter, Konzentration, guck mich an, da weißt du, warum sowas passiert. So, aber sehr schön. Also, Kampfpanzer hier ordentlich rausgedrückt, schön raufgefahren mit seinem Teampartner zusammen. Er hält hier momentan so ein bisschen auch das Licht aufrecht. Die haben noch hinten einen TD zu stehen, der hier vielleicht mitwirkt. Weiß nicht ganz genau, ob er Sicht hat, kann ich gerade nicht einschätzen. Der steht auf jeden Fall auf A. Es passiert ein bisschen was. Sein Teampartner ist rausgeschossen worden, der TD ist noch da. Jetzt steht es 2 gegen 2, er mit dem IS-8 hier im Gefecht. Ich würde sagen, er ist fast schon ein bisschen im Nachteil, weil da habe ich gerade dahinter noch einen Light gesehen, da ist er auch. Oh, T92, gut, dass er die bei ihm haben möchte. Wenn er es schafft, hinter den 50 TP zu kommen, dann, und das versucht er gerade, ihr seht es, dann wird's aua. Au, er hat noch eine ISO dabei mit Feuer-AP. Das ist geil. Ah, hat er bis zur letzten Sekunde gerade gewartet, um den Safe-Shot auf jeden Fall zu machen. Hat er wirklich bis, also eine halbe Sekunde, da wäre es vorbei. Ja, der IS-8, würde ich sagen, ist ein bisschen im Vorteil. Ah, schöner Move, kurz Kette gezogen, instant repariert, aber er ist rumgekommen. Na, ein Hit noch vom IS-8, dann ist er weg. Ein Hit noch vom IS-8, dann ist er tot. IS-8 hat auch einen guten Reload, der kann gleich schießen. Oh, er stellt sich davor, oh, was für ein geiler Teammate, die ISO, was für ein geiler Teammate. Mega, mega. Und jetzt fährt er raus, nachdem er IS-8 geschossen hat. Boah, sowas braucht man, ne? Der Typ, der hat ganz viel Küsschen aufs Nüsschen verdient, Alter. War das gut von der ISO? Schön mitgespielt, schön mitgedacht, hat sein Teammate hier nicht sterben lassen. So konnte er nochmal schön Hits setzen, der gute Gaga. Und kann jetzt wahrscheinlich den IS-8 auch rausschießen. Und weg ist er, komm. APCR, um auf Nummer sicher zu gehen. Schönes Spiel, geile Runde. Auch mal gesehen, dass ein Random auch mal gut unterstützen kann. Fand ich gut. Gut gespielt. Geiles Ding. Ja, gut auch als Team gespielt. Natürlich ein Ace hier geschossen. Im Neuner fast, ja, 5,6k. Das ist auf jeden Fall gut. 4 Kills hat er durchgezogen mit seinem Teammate. So, zusammen sogar 5. Also hat er nur 2 nicht rausgeschossen mit seinem Kumpel. Den Rest haben die erledigt. Gaga-Gita. So, lieber Gaga. Schönes Replay gewesen. War auch stark. Merkt euch auf jeden Fall den Namen Gaga Guitar, 5,6k Damage, gefahren ist er mit einem 50 TP. So, jetzt muss ich mal gucken, ob da nochmal was kam mit dem angezeigten Damage, aber ich glaube fast nicht. Gogo, muss duschen. Ja, für deine Duschprobleme kann ich ja nichts. Hallo Opa Franz, danke nochmal für den Raid, mein Lieber. Danke, danke, danke. So, also, das läuft ja hier erstmal. Dann haben wir es durch. Jetzt kommen wir schon zum Voting. Hat er eine Kette an Land gezogen? Ja. So, wir werden jetzt voten, wer heute das Replay der Woche gewinnt. Und anschließend gucken wir uns nochmal das Video vom letzten Mal an, damit auch die Leute, die heute da sind, wissen, wer letztes Mal gewonnen hat. Und dann machen wir direkt das finale Voting. Und dann könnt ihr euch auch schon die Kohle abholen. Läuft bei uns, oder? Dafür müsst ihr natürlich im Discord bei mir sein, sonst läuft das nicht. Wer noch nicht da ist, Ausrufezeichen DC einfach reinschreiben. Ja, kein Problem. Und dann seid ihr auch schon mit am Start. So, Opa, was läuft bei dir? Ich schreibe jetzt hier mal schnell. Es hat bestimmt keiner meiner Moderatoren gemacht, weil die meisten, glaube ich, mit dem Handy heute unterwegs sind. Abstimmung. Ich werde beim Schreiben euch nochmal versuchen, an die Games zu erinnern, wenn ich es überhaupt noch hinkriege. Ja, ich probiere es aber. Neue Abstimmung. Ich schreibe rein, wer hat euch am besten gefallen? Wer hat euch am besten gefallen? Und dann schreibe ich euch rein. Als erstes haben wir heute gesehen den guten Yellow. Der ist gefahren. Wow. Er hat auf jeden Fall 6,5k Damage geschossen. Ich schreibe sonst immer die Panzer dazu, ne? Da habe ich heute ein bisschen gefailt. 5,6k Damage. Yellow, bist du noch da? Sag, gib mir noch mal kurz eine kleine Hilfe, bitte. Yellow, 5k Damage. Was bist du noch mal gefahren? Was war denn das erste? Er ist diesmal keine Grille gefahren, das weiß ich.
AMX 30 Bravo. Stimmt, danke. Genau, das war die Nippelaktion. Ja, sehr gut. Wenn ich die Panzer lese, dann weiß ich, kann mich auch an das Replay erinnern. Genau, AMX 30 Bravo schreibe ich dazu, meine Lieben. 30 Bravo. Das war nämlich die Aktion am Hill bei den Minen. Da ist er schön unten geblieben, hat die Gegner hochkommen lassen, hat schön geschossen. War eine gute Aktion, richtige Entscheidungen getroffen. Und ja, auch ordentlichen Schaden mit 6,4k Damage. War eine absolut saubere Runde, wie man es halt so von Yellow kennt. Immer ganz vorne mit dabei. Jemand eine Abstimmung erstellt? Ja, gar kein Problem. Einfach ansonsten bei uns Führungsebene, dann können die das die Mods erklären. Es geht aber nur, genau, mit 3 HP war noch sehr ausschlaggebend. Er ist die ganze Zeit mit 3 HP rumgefahren und hat das Ding sogar noch überlebt und gewonnen. Also, das war wirklich eine coole Runde. Genau, das war auch der Jagdpanzer. Ihr könnt euch hoffentlich jetzt wieder erinnern, der Jagdpanzer E100, der dann hochgeschossen hat und gebaut ist mit 800 Alpha, anstatt eine HE zu schießen. Und die Grille, die hochgefahren kam und an ihm vorbeigeschossen hat. Jetzt habe ich es wieder voll im Blick. Ich weiß, wovon wir reden. So, dann ist gefahren danach der gute Sonne mit einem T-75, den 8er, T-75, ne? Heißt der? Oder heißt der T-75? Warte, ich hab gerade überlegt. Ja, T-75. Ich will gerade, was da Besonderes war. Gut, am Anfang hat er einen Stein geschossen, weiß ich noch. Ich hab T gesagt, ne? E-75, genau, E-75. TS, dieser kleine Premium-Panzer mit den guten Gittern an der Seite. Und am Anfang hat er ein bisschen Stein geschossen, dann hat er gut Druck gemacht, hat hinten auf einen Panzer geschossen, was sein Gegner war, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ist dann gepusht auf einem Medium oder Light und ja. Das war so, was da so grob passiert ist, glaube ich. So auf die Schnelle. Mir fallen gerade keine besonderen anderen Highlights ein. Aber ihr sollt euch ja auch erinnern, ich muss es ja nicht. Und er hat geschossen, habe ich wenigstens aufgeschrieben, 4k Damage. So, danach kam der Gallant of Truth ist es, glaube ich. Gallant of Truth. Hilf mir mal bitte. Das war die Grille, oder? Er hat auf jeden Fall 6,9k Damage geschossen. Ich glaube, das war die Grille. Haben gewechselt. Genau, das war die Grille. Sehr gut gestanden. Auch sehr gut alles beobachtet, was da um ihn herum passiert ist. Am Anfang der erste Schuss mit der HE, gut, da hat er es probiert auf den K91. Ansonsten hat er immer richtig geschossen, richtige Wahl der Munition, gutes Positioning, wusste, wann es gefährlich wird, wo er nicht rausfahren soll. Also das war auch ein echt starkes Replay. Ich fand es echt stark, also das war gut. Super solide Runde, wie gesagt, knapp 7k Damage, spricht natürlich auch für sich. Ich schreibe auch nochmal die Grille dazu. Oh, mehr kann ich nicht reinschreiben, da steht nur Gri. Ist anscheinend begrenzt von der Menge her, was ich reinschreiben kann. Dein Name ist einfach zu lang. Es tut mir leid. Danach kam CNP. Hilf mir mal kurz mit dem Panzer, damit ich wieder meine Erinnerung hochhole. 5k Damage hat er auf jeden Fall geschossen. Der CNP ist gefahren. Ich kann auch hier reingucken. Brauche ich ja gar nicht. Ich brauche euch alle gar nicht. Brauche ich gar nicht. Steht doch hier. So, CNP. Ist gefahren. Ach ja, genau, den Burask hier, den BC-Panzer, ja, damit ich es nicht aussprechen muss. Ist erstmal schön in die Mitte gefahren, auf dem Medium-Spot, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Ich glaube doch, er ist dahin gefahren, hat erstmal schön Damage verteilt. Ist dann sehr aggressiv auf die Heavy-Lane, oder naja, eigentlich die Medium-Lane gefahren. Also quasi von seinem Startpunkt aus nach links. Hat dann ordentlich Damage rausgedrückt, hat erstmal in der Mitte komplett aufgeräumt, ist dann rübergefahren, hat quasi ein schönes Manöver gezeigt, um hier die Gegner von hinten anzugreifen, sodass sie nicht mehr wussten, wie sollen sie ihren Panzer stellen. War auch eine super starke Runde, guter Damage hier für so einen Achter. Ich meine, 5k muss man erstmal schießen. War auch ein sauberes Ding. Ja, genau, das war die Runde, damit es euch wieder in den Kopf kommt. 5k, ich schreibe mal noch hin den BC-Panzer. Das ist mein Ding, Alter, ich nenne den nur noch BC. Scheiß Ding. Ach, ich und Frau Französisch gibt's nicht, gar nicht. So, ja, ihr angelt immer noch fleißig, das finde ich übrigens sehr geil, aber Hauptsache, ihr habt mehr Fische als Caro. Angelt Caro überhaupt noch oder hat sie schon aufgegeben? So, dann kam der gute Terminator TOW. Terminator TOW. Ja, leider konnten wir sein geiles T22 Replay mit, ich weiß nicht genau, 7,3k nicht sehen, weil das leider so ruckelig war. Da hätten die Mods auch ein bisschen besser aufpassen müssen, dass das nicht so scheiße ist.
weil es macht keinen Spaß anzugucken, obwohl es bestimmt richtig gut war. Er ist dann gefahren den Leo 1. Ich schreibe einfach nur Leo 1, weil so viel Platz habe ich hier leider nicht. Ist den Leo 1 gefahren mit, oder war das so? Leo 1, oder, Tammy? Mir war es, glaube ich, so. Wenn ich korrigiere mich mal bitte. Leo 1 mit 5K. Er stand halt auf einer guten Sniper-Pose, konnte halt die ganze Zeit rausknöpern. Das Video war eigentlich auch nur als Lückenfüller gedacht, aber wir mussten halt wechseln. Deswegen, ja, hat er da nicht seine ganze Kompetenz zeigen können. War aber trotzdem gut gespielt, gut geschossen. Er stand halt super, er wurde nicht gefokust und konnte da von daher halt richtig rausknöpern. Hat dann auch die FV 4005 ordentlich angezündet, dass das Ding abgefackelt ist beim Vorbeifahren. Das war ein schöner Snapshot übrigens auch gewesen. Und ansonsten, ja, richtig rausgedrückt, wollte dann noch Schaden schießen, weil die Punkte dann am Ende auch schon fast durch waren, weil das ein Herrschaftsgame war. Aber super solide gespielt, super saubere Runde, war halt nicht ganz besonders, weil halt, ja, war halt sehr, sehr starr. Also war eher ein Snipe-Ding, aber es war okay und es war eigentlich ja nicht fürs Replay der Woche gedacht. Lag ja leider an der Qualität vom anderen. Gut, ich habe nochmal alle Videos versucht, euch so ein bisschen ins Gehirn wieder reinzubrennen, damit ihr wisst, worum es geht. Wir machen eine Minute nur. Also ihr habt nur eine Minute Zeit, euch zu entscheiden. Ich sehe nicht, für wen ihr votet. Also einfach frei raus, lasst knacken. Der am Ende gewinnt, ja, tritt dann nochmal gleich gegen den nächsten Gewinner hier an. Oder Leute, ich habe noch eine ganz gute Idee. Schlage ich euch gleich vor, wir machen erstmal das Voting, bevor ihr wieder vergesst, welche Spieler das waren. Ihr könnt auch bei der nächsten Runde nochmal voten, ne? Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt jetzt hier nicht voten, damit ihr beim nächsten Voting gleich machen könnt. Ihr könnt jedes Mal, wenn ich Abfrage mache, voten. Also, lasst knacken, meine Lieben, Voting ist gestartet, auf geht's. So, ich will hier Vote sehen. Wir haben hier, oh, leider sind ein paar gegangen, ich habe heute zu lange gequatscht. 20 Leute sind hier, komm. Ich will Vote sehen. Votey, votey, votey. Votey, votey, votey. Ja, also, wie gesagt, Yellow AMX 30B war schon echt gut gespielt. Das von Termi habe ich gerade ja nochmal eine Menge zu gesagt. CMP mit dem BC ist auch gut gewesen. Hat in der Mitte aufgeräumt, links aufgeräumt, ist dann rübergefahren, Flankenmanöver gestartet. War auch eine geile Nummer gewesen. Ja, die Grille wurde gut gespielt, es waren alles gute Replays, ne? Müsst ihr nur gucken, wo der Weg hingeht. Auch nur noch ein paar Sekunden, Leute, voll wenig Votes, komm, traut euch zu klicken, ich sehe eh nicht, für wen ihr gewotet habt. Lasst knacken, meine Lieben, lasst knacken. Oh, ist aber spannend. Oh, Sonne! Das war nicht mal dein richtiges Video, ne, weil ich das falsche aus Versehen vorgenommen habe. Sonne hat das erste Mal hier gewonnen. Aber Leute, warum stimmen so wenig Leute ab? Traut euch doch, ihr müsst doch nur darauf klicken, meine Lieben. Ist doch nichts Großes. Was ist wieder verpasst? Oh. Aber ja, naja. Sonne ist auf jeden Fall schon mal in der engeren Auswahl. Ich wollte eigentlich gerade vorschlagen, dass wir sagen, wir nehmen den Sieger von den 5 und den Sieger von den anderen 5 ins Finale gleich mit rein. Aber gut, bei Sonne ist es dann eh relativ egal. So, okay, also Sonne ist auf jeden Fall hier der Gewinner vom ersten kleinen Voting. Jetzt müssen wir schnell noch die anderen voten, bevor wir die letzten nämlich auch noch vergessen. Oh, toll, super. Hast du gut gemacht, Schatz. Oh, Massage kannst du knicken. So, pass auf, ich schreibe das nächste Voting fertig. Abstimmung, neue Abstimmung. Ich schreibe rein, wer war der Beste? Ne? Mal ein bisschen Variation reinbringen. Zuerst ist gefahren der Viking Dude mit seinem Teampartner. Da hat man echt ein schönes Teamplay auf jeden Fall gesehen. Wie sie an die Brücke rangefahren sind. Ich schreibe mal kurz fertig, bevor ich jetzt sehe. Er ist gefahren AMX. Welcher war es? AMX 50 Bravo war es, glaube ich, ne? 50 Bravo. Und auf jeden Fall hat er geschossen 6,4k Damage. Ach, kann kein K mehr hinmachen. Platz leicht reicht leider nicht. Ihr habt alle viel zu lange Namen, meine Freunde. Also, er war auf jeden Fall der Erste, der gefahren ist. Gutes Teamplay, gute Entscheidungen getroffen. Er wusste, wann er gepusht wird. Er wusste, wann er einen anderen Weg fahren musste. Das war auf jeden Fall stark gewesen. Das weiß ich noch. Auch einen guten Schaden auf jeden Fall geschossen. Sieht er. Gute Entscheidung getroffen, gutes Teamplay. Ja, das war auch ziemlich, ziemlich perfekt gespielt. Also da war auch jetzt nichts Großes, wo man sagt so, da hat irgendwas falsch gemacht. Ich fand, da waren keine Schnitzer drin. Ich habe mich nur wegen der Wahl gewundert, weil er halt nicht zum Park gefahren ist. Aber gut, das ist ja scheißegal. Es war ja zielführend und war richtig. Ja, und war geil gespielt.
Was soll man dazu weiter sagen? Ich fand's gut. So, danach kam der Gamer. Oh, da fällt mir gerade der Panzer nicht ein. Gamer1512, schreibt mir das mal bitte, dann fällt es mir bestimmt gleich wieder ein. Gamer1512 hat geschossen 3,6K. Nur Mist gefischt. Ja, es ist halt random, ne? Mit dem Fischen, das habe ich nicht in der Hand. Das ist ein Programm, das rechnet alles selber aus. Ach, der Progetto. Der Progetto, der hatte, oh, jetzt muss ich gerade ganz kurz, er ist vorne rumgefahren, genau, dann wurde die Medium Lane wurde hart gepusht, dann ist er wieder zurückgefahren und was waren denn da für Besonderheiten? Ich überlege gerade, er hat am Ende mit ganz, ganz wenig Leben dagestanden und war One-Shot auf jeden Fall, hatte er nicht nur noch irgendwie 22 Leben oder so, glaube ich, genau, das war das gute Beispiel für, ach, jetzt weiß ich wieder, genau, der, ich weiß nicht, was für ein Panzer auf ihn zugefahren ist. Ach doch, jetzt weiß ich wieder, der Action X, der ihn dann am Ende rauspushen wollte, wo er noch die Kette gezogen hat mit dem krassen Finale. Genau, das müsst ihr euch merken, das war der Gamer auf jeden Fall, der dann alleine nochmal den Action X mit 22 HP weggemacht hat und der brauchte noch 2 oder 3 Hits, also wo er dann rumgefahren ist und so. Das war wirklich cool, das war ein schönes Replay, nicht super damage-reich, aber spielerisch ziemlich gut gewesen, auch viele richtige Entscheidungen getroffen. Ja, das war geil, stimmt. Das war auch gut. Ja, ich hab's wieder. Ich schreib mal noch, Progetto passt nicht rein, schreib einfach mal Pro hin. Dann wisst ihr, dass das eine Progettoline war. So, dann kam der gute Ayanami mit seinem wirklich, wirklich starken Replay. Ayanam. Nee, warum hab ich, war das nicht mit I sogar? Ich habe jetzt nur Ayanam hier geschrieben, aber es war doch Ayanami, oder? Ich glaube, ich habe mir Ayanami gemacht, ich glaube, ich habe nur kein I bei mir hingeschrieben, hat auf jeden Fall geschossen 7,9K, also das war ja dann wirklich fast 7,9K Damage geschossen. Ich glaube sogar vom Damage zumindest her heute der höchste Wert gewesen. Spielerisch fand ich es auch wirklich sehr, sehr gut. Er ist gefahren, oh fuck, welcher Panzer war denn das nochmal? Ich weiß nur, wie er gespielt hat. Vielleicht schreibst du nochmal rein, welcher Panzer es war. Ach genau, STB-1. Ja, sehr gut. STB-1. Hat da am Hill gestanden, hat das ganze gegnerische Team aufgedeckt, hatte parallel noch eine sehr gute Übersicht, was um ihn herum passiert. Sehr guten Damage dafür noch geschossen, dass er so offensiv mit so einem weichen Panzer stand. Wurde dann gepusht, also zweimal oder dreimal haben sie versucht, ihn zu pushen. Er ist immer wieder gut aus der Situation rausgefahren, hat dann diese Situation, diese Push-Situation gegen ihn zum Vorteil sogar für sich dann noch nutzen können und am Ende den Sieg mit reingefahren, als er dann am Ende noch die Kinderwerfer auseinandergebaut hat. Richtig starkes Replay, richtig gut, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, war auch sehr spannend, war technisch einwandfrei. Ich fand es ultra stark. Mal gucken, wie er hier abschneidet beim Voting. So. Bestes Replay. Ja, ihr könnt ruhig Werbung machen, ist nicht schlimm, ne? Wenn eine andere Meinung ist, ist es halt so, ne? Aber ich fand's halt auch sehr gut, ne? So, dann kam der gute Gaga Guitar. So. Er hat geschossen 5,6K Damage. Ist auch mit einem Teampartner zusammengefangen, mit dem Kampfpanzer 70. Und er hatte den 50 TP. Prototyp, genau, 50 TP Prototyp. Krass, dass ich mir, ein bisschen was habe ich mir echt gemerkt heute, ne? So alt bin ich, glaube ich, gar nicht. 50 TP Prototyp. Ja, sind erstmal links Medium Lane gefahren. Dann haben sie den T92 auseinandergebaut. Dann hat er schöne Schüsse nach drüben gesetzt. Hatte einen richtig geilen Random Mate noch dabei mit der ISO, der sich einfach davor gestellt und geblockt hat. Gewartet gehabt, bis dann der IS-8 geschossen hat. Und dann konnten sie da einen Sieg nach Hause fahren. Also war ein sehr schön anzusehendes Replay. Und ich fand es wirklich gut. War jetzt nicht super außergewöhnlich, wie das man das eine oder andere, aber es war gut und es war einfach auch mal schön zu sehen, fand ich persönlich, dass so einen random Spieler wirklich Grips hat und auch voll mitgedacht hat. Also ich fand es richtig klasse. Guten Schaden geschossen, sehr guten Schaden geschossen, war auch ein Ace gewesen. Also klasse Ding. Ja, ich würde sagen, wir stimmen ab. Ihr habt wieder eine Minute Zeit und wir lassen knacken. Klick. Los geht's, meine Lieben. Scheut euch nicht, ich sehe nicht, keiner sieht, wer für wen votet. Also einfach immer raus damit, lasst die Tasten klimpern, votet, meine Lieben. Wir müssen danach den Gewinner von hier noch gegen den Sonnenschmidt antreten lassen, damit wir wissen, wer dann gleich im Finale ist. Viking. Sehr gut. Aha. Okay, sehr überraschend, das Voting. Ich hätte gedacht, das sieht ein bisschen anders aus. Votet.
Votet, was das Zeug hält. Dudai, dudai. Boah, es ist super, super spannend, Leute. Das sind fast alle gleich, Leute. Bitte, ihr müsst Stimmen da lassen. Ich brauche hier Gewinner. Votet, votet, votet. Kommt schon. Oh, es ist sehr ausgeglichen. Ich hätte gedacht, das wird tatsächlich eindeutiger. Noch ein paar Sekunden, komm. Es sind mehr Zuschauer da als Votes. Einfach klicken, kostet euch nichts. Bei dir ging es auch nicht? Bei mir kam nichts. Warum kam nichts? Warte, wir haben Gleichstand hier ganz viel. Bei ein paar Leuten kam nichts. Haben noch welche also bei mir kam es auch, bei mir ploppt es ja auch auf. Ja, das ist scheiße, wenn es nicht kam. Also ich würde Fairness halber nochmal abstimmen, Leute, weil das ist blöd, wenn nichts kam. Ich hoffe, das seht ihr wirklich genauso. Weil das ist blöd. Ne? Ich glaube, das ist fair. Also er hat ja auch schon vorher reingeschrieben, es kam nichts. Genau, ihr müsst auch auf die Abstimmung drücken. Ich mache das mal nochmal an. Ich hoffe, das ist okay. Wir haben jetzt dreimal Gleichstand und nur um einen Punkt ein weniger. Ich denke, da ist jeder mit zufrieden, wenn wir das nochmal machen. Abstimmung verwalten. Mal gucken, ob ich das nochmal direkt starten kann. Der Button war nicht da. Ach so, jetzt kann ich hier nur das... Oh, muss ich echt nochmal neu schreiben. Na gut, ist nicht schlimm, aber das sollten wir machen, der Fairness halber. Verschämt. Ja, mach mal kurz den Stream neu an, bitte. Wenn das wirklich hilft, mach mal den Stream neu an. Ich schreibe in der Zeit nochmal schnell die Abstimmung. Da sind wir schon fair und sie haben es ja auch, bevor die Abstimmung vorbei war, auch reingeschrieben, dass es nicht geht. Da sollten wir, glaube ich, alle gut dabei sein. Also das wäre unfair, wenn wegen technischer Probleme von Twitch das nicht klappt. Das finde ich schade sonst, ne? Also ich schreibe das eben mal ganz schnell neu. Es ist ja auch wirklich nur eine Fun-Geschichte. Klar, ihr könnt auch was gewinnen, ne? Aber so fair sollten wir sein. Ich schreibe jetzt nur die Namen rein, damit es lange dauert. The Viking Dude. Ach, jetzt hätte ich beinahe schon wieder irgendwie geschrieben. Viking Dude. Vielleicht den Panzer noch dazu. Viking Dude. Ihr wisst ja gerade, was ihr auch gemacht habt. Dann kam der Gamer. Ich habe noch 15, 12 dazu. 15. 12, wir warten noch kurz, falls manche den Stream jetzt neu gestartet haben. Dann kam Ayanami. Und dann kam Gagagita. So, Stream neu starten könnte helfen. Genau, mach das mal eben ganz kurz. Nabend, Sir, my name was taken. Genau, bester Name der Welt. So, okay, jetzt hat Ayanami auch neu gestartet, kam keine Anzeige. So, also wenn es jetzt nicht klappt und ihr nicht neu gestartet habt, dann tut es mir leid. Ne? Wir müssen jetzt natürlich zum Ergebnis kommen. Okay, ich hoffe es klappt, es tut mir leid, wenn der Stream da ein bisschen rumgesponnen hat, also das Twitch-System. Eigentlich müsste es funktionieren. Ich mache mal 2 Minuten rein, damit es jetzt auch vielleicht besser läuft. So, komm, 2 Minuten sind drinne. Abstimmung startet jetzt. Kann ich hier ein bisschen vielleicht auch ein bisschen Musik hier anmachen. Ja, ein bisschen spannende Musik hier, meine Lieben. Also, jetzt könnt ihr nochmal abstimmen. Ihr habt diesmal 2 Minuten Zeit, damit da nichts in die Hose geht. Ich hoffe, ihr seht jetzt was. Oh, Leute, voten. Oh, es ist echt knapp. Okay. Oh, diesmal liegt einer vorne. Das kann ich schon sehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Es liegt auf jeden Fall einer vorne. Oh, es liegt einer ganz deutlich vorne. Oh, jetzt holt jemand auf. Spannend, 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 Leute. Ihr habt noch circa 1 Minute Zeit, meine Lieben. 1 Minute Zeit, um hier einen Sieger zu küren. Oh, jetzt. Oh, jetzt noch mehr Stimmen da. Also, war wahrscheinlich wirklich ein Fehler im Stream. Leute. Komm, votet, was das Zeug hat. Wir haben 2 im Gleichstand. Uah. Wir haben 2 im Gleichstand, meine Lieben. Komm, lasst knacken. Lasst knacken. Vielleicht holt er noch einen anderen auf. Vielleicht lässt sich auch jemand die Zeit und macht das ganz besonders spannend und wartet noch. Oh. Kommt schon, Leute.
Komm, wir haben zwei gleiche. Ich hätte gern einen Gewinner. Ansonsten muss ich mir schnell was überlegen. Aber ich hab schon, ich weiß schon, wie wir es machen. Oh, 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 da hat jemand aufgeholt. Oh, jetzt, in den letzten Sekunden. Ihr seid ja Schweine, ihr wollt mich hier leiden lassen. Ah, okay, jetzt geht's voran hier für einen. Alte Scheiße, jetzt geht's ab. Okay, es ist doch sehr deutlich. Es ist doch sehr deutlich. Okay. Ja. Ayanami, warst doch mein Favorit heute. Herzlichen Glückwunsch, dass du hier die Runde gewonnen hast. Ich mach schnell schon mal die neue Abstimmung fertig. Du hast jetzt noch nicht ganz gewonnen, das Replay der Woche. Du musst ja noch gegen den lieben Sonnenschmidt antreten. Damit du dann ins Finale kommen kannst. Und das machen wir gleich im Anschluss. Ich zeig nochmal das Video vom letzten Mal. Ne? Und dann geht's los, weil wir müssen jetzt hier ein bisschen Vollgas machen. Die Besprechung ist schon losgegangen. Fuck, ich muss wirklich Gas machen. Okay, wer soll ins Finale, schreibe ich rein. Wer soll... Auch alle anderen, danke, dass ihr dabei wart. Auch coole Videos, wirklich geile Nummern. Aber diesmal hat es sogar ziemlich deutlich der Ayanami gemacht. Ich fand es auch wirklich sehr gut. Ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich fand es klasse. Es waren aber auch ein, zwei Videos dabei, wo ich sage, ja, die waren gleichwertig. Aber er hat es nicht ohne Grund gewonnen. Das ist schon wirklich stark, das Ding. Also, wer soll ins Finale? Sonne oder... Ayanami. Wir machen wieder 2 Minuten. Ich starte direkt. Sonne ist gefahren mit dem E75 TS und Ayanami ist gefahren mit dem STB1. Nochmal, ne, damit ihr wieder wisst, so grob, was da passiert ist. Los geht's. Wir starten die Umfrage. Auf geht's. Ja, ich komme auch ins Meeting. Ich bin gleich da, Opa Franz. Deswegen, die wussten aber, dass ich heute noch streame. Ich mache jetzt aber hier Ballett, damit es durchgeht. So, also, Voting hat gestartet. Also, entweder Ayanami im Finale oder Sonne im Finale. Sonne ist gefahren den E75 TS und Ayanami ist gefahren den STB1. Wir haben noch Gleichstand. Mach bitte kein Unentschieden, wenn es geht. Dann könnt ihr natürlich machen. Auch dafür habe ich natürlich was parat. Aber wäre natürlich schön, wenn wir hier einen Sieger gleich haben. Dann gucken wir uns noch das Sieger-Replay von der letzten Woche an, damit ihr euch daran erinnern könnt, weil das von Ayanami habt ihr ja noch im Kopf. Das war das vorletzte. Und dann starten wir direkt das Finale. Und dann könnt ihr sagen, was euch am besten gefallen hat. Und dann haben wir auch einen Gewinner für das Replay der Woche. Und ja, circa 20, 22 Euro, je nachdem, was der Battle Pass ungefähr kostet, könnt ihr heute noch klar machen, meine Lieben. Uiuiui, es ist aber echt knapp, Alter. Also hier ist richtig, richtig Bums drinne. Oh, jetzt tut sich noch mal ein bisschen was. Alte Scheiße. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Also jetzt noch ungefähr 30 Sekunden, meine Lieben. Dann wissen wir, wer hier ins Finale kommt gegen J-Taxor. Was, glaube ich? So wird ausgesprochen, so oder so ähnlich. Aber ihr wisst, wen ich meine. Oh. Oh, jetzt wird es ein bisschen deutlicher. Alte Scheiße, ja. Oh, naja, jetzt noch ungefähr 20 Sekunden. Oh, jetzt kommen noch mal ein paar Stimmen rein. Sehr, sehr gut. Also, sieht doch relativ deutlich aus. Sehr schön. Ja, ich glaube, es sind noch ein paar Sekunden. Das kann noch alles passieren, ne? Aber ich glaube, wir haben einen. Ja. Ayanami, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch, du bist direkt jetzt im Finale und wir machen es gleich im Anschluss. Wir haben ja vorhin abgestimmt, ob wir es heute machen wollen. Ich mache das jetzt ganz, ganz schnell. Wir gucken uns von J-Taxor schnell das Video an. Das von Ayanami habt ihr ja wahrscheinlich auch im Kopf, wenn ihr so viel auch für ihn votet. Wir gucken uns das von J-Taxor an. Das ist quasi dein Konkurrent jetzt hier im Finale und der Gewinner bekommt dann hier directly, meine Lieben. Wir müssen den Sonnenschmidt anschreiben, wobei der ist auch gleich in der Besprechung. Aber ich denke mal, spätestens morgen könnt ihr die Kohle haben. Ausgezahlt wird entweder per PayPal oder per Google Play Karte. So, ich muss ganz kurz mal den J-Taxor finden. Da, Shellaxor war das was. Ich sag immer J-Taxor, ne? Entschuldigung, meine Lieben, Shellaxor. Ich sag's euch, Alter, wenn das Ding mal richtig funktionieren würde, wäre ich ein toller Typ, ne? Das müsste das Replay sein. Genau, das war das Replay mit seinem meistgeschossenen Schaden in seiner, nennen wir es mal WoT Blitzkarriere. Er hat noch niemals so viel Damage geschossen wie da und war natürlich auch stolz wie Bolle und hat es mir auch Gott sei Dank gleich geschickt. Schon mal vielen Dank dafür. Das müsste es sein, hoffe ich. Oh, ansonsten erschießt mich. Das war jetzt hier alles sehr spontan, dass wir heute Finale machen. Aber war trotzdem eine gute Idee.
So, also, wir gucken erstmal kurz rein. Das ist jetzt hier das Finalvideo, der Gegner quasi von Ayanami. Er fährt alleine solo, reines 10er-Gefecht, fährt erstmal auf die Medium Lane mit seinem T22 Medium. Super, super trolliger Russen-Medium. Da kann echt mal eine ganze Menge bouncen. Ist das Richtige? Okay. Puh, ich hab schon geschwitzt. Und auf geht's. Jetzt fängt er an, hier ein bisschen zu ballern. Erstmal gutes Positioning. Er hat rechts von sich erstmal keinen, glaube ich. Und bisher hat auch noch keiner Bock auf ihn geschossen. Jetzt ist natürlich die Badget auf ihn aufmerksam geworden. Und er hat ihn erstmal angezündet, als Dankeschön. Da kommt der nächste, der STB1 durchgefahren. Also erstmal hier frühliches Tontauben schießen, so ein bisschen Moorhuhn-Geballer. Und nächster Hit ist da. Jetzt fährt er ein bisschen aggressiver vor. Er hat nichts mehr vor der Flinte, also muss er was tun, wenn er viel Damage schießen will. Also geht es erstmal ab nach vorne, hier schön noch High Down. Aber der T22 hat auch leider kaum Gun Depression. Das ist fast steif, das Ding, ne? Zumindest gefühlt. Und bearbeitet erstmal den T110E5. Kette gezogen. Nächster Hit kann, glaube ich, nicht rein. Doch, oh, wow, habe ich falsch eingeschätzt. Sorry, ich dachte, den kriegt er nicht mehr, aber hat er geschossen. Und noch, nee, den nicht mehr, der ist abgeprallt. Ansonsten, erster Mate aus seinem Team ist auf jeden Fall schon mal draufgegangen. Ihr seht da hinten die Badget. Jetzt wurde gepinkt, dass man den STB1 angreifen soll. Er ist auch gleich anscheinend mit am Start. Oh, die Badget fährt hier aber auch sehr aggressiv. Auf. Ja, und hi. Schön direkt auf HE gewechselt. Badget einen hinten rein. Badget ist raus. Das gegnerische Team führt immer noch hier. Auch schön. Panzer mit wenig HP direkt gesehen. Auch rausgeschossen. Hier der Vickers ist anscheinend auch gut dabei. Der weiß auch, was er tut. STB1, nächster Hit. Der nächste aus seinem Team ist leider gestorben. Also er kämpft hier quasi gegen die Niederlagen aus seinem Team, um das irgendwie wieder aufrechtzuerhalten. Und jetzt, oh mein Gott, immer schön auf die Kette. STB1 steckt einfach fest. Er kommt nicht mehr raus. Er kommt nicht mehr raus. Ja, in dem Moment, wo die Kette repariert, Auto-Repair, ja, kann der T22 auch schon wieder schießen mit 5,8 Sekunden Reload. So, ja, hier nächste Happen. Drei Panzer leben noch im gegnerischen Team und im eigenen Team. Hier erstmal gute Wahl, hier den T57 mit weniger HP zu bearbeiten. Hinten steht auch noch ein Kinderwerfer, der richtig hungrig ist. Oh, Bounce! 930 Alpha direkt gebounced von dem Kinderwerfer. Ich sage euch, T22 ist trollig ohne Ende, meine Lieben. Ja, relativ schwache Schelle hier vom E100 bekommen. Da geht eigentlich mehr. Ja gut, das ist natürlich grau wie Sau. Er muss aufpassen, ihr habt es gerade gesehen, ganz kurz war er auf. Der Kinderwerfer ist auf dem Weg, das hat er auch gesehen. Und sucht natürlich das Weite. Wer so ein Kinderwerfer kann einfach auch mal die 1081 Leben wegbursten. One-Hit. Deswegen hat er es jetzt gut gestellt, um hier nicht gehittet zu werden. Und versteckt sich hier schön und lässt jetzt erstmal den Kinderwerfer vorfahren. Weil da, so wie er gerade steht, ne, ist halt schlecht. Cap-technisch stehen sie auch in Front, haben 815 Punkte. Und jetzt kann er ihn einfach schön abfarmen. Und auf die Kette am besten, genau. Wenn er nicht wollte, dass sein Teammate abgeschossen wird, auch nun erstmal schon mal ein feiner Zug, ist auch gut gewesen. Und jetzt gibt er ihm nochmal ein bisschen. Damit hat er die 8000 Damage durchschritten, 8200 Schaden geschossen hier mit dem T22. Ja, war gut, war natürlich auch ein bisschen Tontaubenschießen dabei, aber es waren noch gute Entscheidungen dabei. Hat gut mit einem Random Player eigentlich agiert, mit dem Vickers, der damit am Start war. Die haben beide gleich gedacht und haben auch ein bisschen rumgepinkt, damit das gut funktioniert. War ein schönes Replay. So, das ist quasi der Gegner jetzt von Ayanami. Und ich werde jetzt beide Namen reinschreiben. Schelaxor, ich habe immer Jetaxor gesagt, ne? Wie komme ich denn? Wir haben auch einen Jetaxor, oder? Ach, Leute, ich bin auch schon manchmal ein bisschen durch, oder? Abstimmung verwalten. Neue Abstimmung geht rein. Wer soll den großen Battle Pass, schreibt man eigentlich groß, ist egal. Ne, ich lasse gleich noch. Gewinnen. So, also. Ich erinnere nochmal ganz kurz natürlich. Also ich schreibe erstmal, wir reden und schreiben, sonst geht es bloß in die Hose, schreibe ich falsch. Ich schreibe zuerst den Ayanami rein. Ayanami. Mit 7,8, ne, wir haben gesagt 7,9, das war ja 8,8, 7,9k Damage, ist gefahren den STB1. Und jetzt haben wir gerade nochmal ganz kurz gesehen, den guten Schelaxor
Mit 8,2k Damage, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, muss man mal ganz klar sagen. Hat aber nicht so viel gespottet wie der Ayanami, hat aber auch super gute Entscheidungen getroffen. Am Anfang wieder ein bisschen Tontraum schießen, ist aber auch nichts Verwerfliches dran. Ist dann aggressiv reingefahren, hat vorher geguckt, wo er durchfahren kann. Hat auch ein bisschen Glück, dass der Kinderwerfer an ihm gebounced ist, muss man auch dazu sagen. 8,2k Damage. Und ist gefahren den T22. Aber dafür brauche ich ja nichts sagen, das haben wir gerade gesehen. Das sollte bei jedem noch im Gehirn sitzen. Ich werde jetzt 2 Minuten abstimmen, meine Lieben. Oh, ich muss ganz kurz noch jemanden begrüßen. Wen haben wir denn da? The Real Pali, willkommen im Livestream, mein Lieber. Wir sind jetzt auch schon fertig, weil jetzt ist schon Abstimmung vom Finale. Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du reingefunden hast. Kommst einfach nächsten Sonntag wieder vorbei, da kommt auf jeden Fall World of Tanks Blitz. Aber ich spiele auch viele andere Spiele. Und ich sag's nochmal eben schnell, wenn wir gerade schon hier sind. Die Hardcore Gorillas Clan Alliance, die sponsern hier das Geld rein, damit ihr hier auf meinem Kanal ein bisschen was gewinnen könnt. Und hauen da jeden Monat großen Battle Pass rein im Wert von um die 20 Euro. Deswegen nochmal vielen Dank an euch, meine Lieben. Die suchen auch neue Mitspieler. Wenn ihr Interesse habt und sucht einen neuen Clan, dann bewerbt euch da. Schreibt den Sonnenschmidt auf meinem Kanal an. Wenn ihr auf den Discord kommen wollt, Ausrufezeichen DC rein und ab geht die Luzi. So, jetzt aber zum Wichtigen. Wir wollen Finale voten. Ayanami tritt an gegen Shellaxor. 7,9k gegen 8,2k. Beide haben geil gespielt. Ich sag jetzt nicht, wer mein Favorit ist, weil das wäre unfair. Ich fand, beide haben geil gespielt. Ich weiß, von Shellaxor war es die beste Runde seines Lebens, zumindest damage-technisch gesehen. Bei Ayanami weiß ich nicht, aber ich finde auch, ja, knapp 8k ist halt auch echt überfett, ne? Und auch noch gespottet und so. Also wirklich, wirklich beide Replays haben es verdient, hier das Finale zu gewinnen. Seid so fair und votet. Nehmt das, was euch am besten gefallen hat. Und ich starte jetzt die Umfrage. Läuft 2 Minuten, haltet euch nicht zurück, ich kann nicht sehen, wer für wen votet, also es ist wirklich alles anonym hier. Und lasst knacken, ich bin gespannt, wer es hier macht. Ich bin wirklich gespannt. Ja, es ist immer noch sehr, sehr ausgeglichen. Oh, jetzt geht es in eine gewisse Richtung. Ach, ich mach mal hier, komm, noch ein bisschen spannende Musik an, oder? So, ein bisschen spannende Musik, meine Lieben. Ein bisschen hier Bauchkribbeln reinbringen. Es geht ja immerhin um ein bisschen Kohle. Ich meine, so ein Battle Pass kostet auch um die 20 Euro, ne? Das ist nicht so wenig Geld. Also, und durch eure coolen Replays könnt ihr es halt gewinnen. Und ihr könnt euch auch ein bisschen zeigen im Internet. Und dadurch, dass ich das da kommentiere und so. Ein paar Leute sind ja doch schon immer in den Streams. Zippo Blitz. Vielen Dank für deinen Follow, mein Lieber. Willkommen bei den Screamies. Ich bin aber gleich fertig, weil wir gerade das finale Voting machen. Oh, Gleichstand. Gleichstand. Alter, ey, Leute, ihr macht mich wirklich schwach. Oh, es geht in eine Richtung. Oh, es geht sogar ziemlich deutlich in eine Richtung. Oh, ich bin gespannt. Mal gucken. Es ist nicht mehr lange. Es sind so ungefähr noch... ja, was soll ich sagen? So 30 Sekunden vielleicht noch. Oh, das ist knapp. Ich wirklich, Leute, votet. Traut euch ruhig zu voten. Ich sehe es nicht. Keiner sieht es. Also es ist wirklich anonym, das Voting. Ihr könnt den nehmen, den ihr besser fandet. Wie gesagt, da stehen 7,9k Damage im STB1 gegen 8,2k Damage im T22 sich gegenüber. Beide Replays hatten ihre Vorzüge. Der eine hat den Premade dabei, also einen Zugpartner. Der andere nicht. Nee, oder ist der Solo gefahren? Weiß jetzt gar nicht ganz genau. Na, ist egal. Das war jetzt nicht genau, bevor ich jetzt Scheiße erzähle. Auf jeden Fall, der eine hat ein bisschen mehr gespottet, der andere hat halt ganz gut. Oh, da haben wir schon einen Gewinner. Ja, ich brauch gar nicht weiterreden. Wow! Deutlicher als ich dachte. Ich dachte wirklich, das wird so ein Unentschieden oder Kopf an Kopf rennen. Ayanami, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Du warst das erste Mal dabei. Ich hoffe, du kommst wieder. Es war wirklich, wirklich knapp. Shellaxor, ich gratuliere dir zum Battle Pass. Ich freue mich für dich, wirklich wahnsinnig. Ayanami hätte das auch verdient, muss man ganz klar sagen. So technisch gut gefahren, wirklich. Beide waren stark gewesen. Ich hätte gedacht, das wird noch ein bisschen enger. Ich fand das von Ayanami wirklich, wirklich gut. Und das von Shellaxor natürlich auch. Ey, puh, also ich habe noch nie in meinem Leben so viel Damage geschossen. Ehrlich nicht. Werde ich auch, glaube ich, niemals. Ne? Außer die Gegner sind alle am PC krepiert und ich kann einfach freischießen. Super cool, super gut gemacht. Ich gratuliere auf jeden Fall Shellaxor richtig heftig. Geile Nummer, war ja sehr spontan heute das Finale.
Ich bedanke mich bei allen, die dazugestoßen sind, auch an die ganzen neuen Follower, die heute dazugekommen sind. Das waren heute echt einige. Finde ich richtig, richtig cool. Ich werde noch mal ganz kurz was loswerden, weil das einfach eine Herzensangelegenheit ist, die hier bald erscheinen wird. Also erstmal muss ich sagen, unbedingt am 23. im Stream sein. Das ist auch wieder Replay der Woche. MFG Spirit. Willkommen bei den Screamies. Vielen Dank für den Follow, mein Lieber. Wir sind aber gleich leider fertig. So eine Herzensangelegenheit. Also zum einen machen wir hier ein riesengroßes Event, was bald laufen wird, und da werde ich so wie es aussieht momentan immer noch am 3., nee, erstmal am 23. Februar streamen, da gibt es Informationen dazu, und dann nochmal am 3. Und da erwarte ich ganz, ganz viele Leute und hoffe, dass wir da einen richtig coolen Stream haben werden. Zudem will ich ein riesengroßes Event starten auf meinem Kanal, und zwar gibt es eine Karte, das will ich euch mal noch ganz kurz zeigen, bevor ich ausmache, weil ich hoffe, dass da wirklich viele gute Clans mitmachen, und das ist wirklich eine große Nummer, die ich da machen möchte. Und deswegen will ich euch das einmal ganz, ganz kurz zeigen. Ich muss nur eben, mein Bildschirm habe ich jetzt an. Und zwar geht es darum, dass ihr wie in so einem Risikospiel gegeneinander antreten könnt. Und euer Clan kann halt Gebiete erobern. Und es gab schon mal sowas ähnliches von Hasso und so. Mit denen habe ich auch vorher ein bisschen was abgesprochen. Und die haben mir auch gute Tipps gegeben. Und bei mir ist das ein kleines bisschen anders. Das läuft halt immer jede Woche. Also ihr könnt innerhalb der Woche könnt ihr die Herausforderung aussprechen, welche Gebiete ihr angreifen wollt. Dann wird ein Stream gemacht und dann könnt ihr euch dann in diesem Stream quasi bekriegen. Ihr seht auf meinem Discord-Kanal unter der WOT, also News zu WOT Blitz, ist es auch drinne. Da könnt ihr das sehen. Und ich zeige euch einfach mal, wie so eine Karte dann zum Beispiel aussehen könnte. Warte, ich muss den Discord dafür mal rüberschieben. Ups. So. Jetzt. Das machen wir eben noch ganz kurz. Ihr könnt natürlich auch schon gehen, aber das ist eine Sache, die wird richtig geil. Also ihr könnt schon mal mit euren Clan-Chefs reden. Vielleicht seid ihr auch selber Clan-Chef. Also ihr könnt hier Gebiete einnehmen, indem ihr halt andere besiegt und könnt dann halt andere herausfordern. Dafür gibt es gewisse Regeln, die will ich jetzt nicht alle erklären, weil dafür ist die Zeit zu knapp. Hi Süße. Dafür ist die Zeit zu knapp. Und könnt dann halt Gebiete angreifen. Diese X sagen euch, wie viele Tierstufenpunkte ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel 40 Tierstufenpunkte habt, könnt ihr auch, was weiß ich, ihr könnt zum Beispiel 4 T10er nehmen. Dann gibt es noch eine Sonderregel, die muss ich mal kurz erwähnen. Nehmt ihr keinen einzigen T10-Panzer mit, kriegt ihr immer 5 Punkte mehr zur Verfügung. Das bedeutet, ihr könntet auch 5 9er mitnehmen. So will ich so ein bisschen Flexibilität reinbringen, ja, in die ganze Geschichte. Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr zum Beispiel, wenn Geisterfabrik Himmelsdorf angreift, zum Beispiel die Clan Keksherrscher, greift, was weiß ich, MFG an. Die Keksherrscher haben es verkackt beim Angriff auf Himmelsdorf, dann kann sich Himmelsdorf, also MFG kann sich dann entscheiden, einen Gegenangriff zu starten, gewinnen sie, kriegen sie auch die Geisterfabrik. Aber Gegenangriff ist freiwillig, muss nicht gemacht werden. Und so weiter. Gibt aber noch ein paar Regeln, die stehen alle hier im Discord. Wenn ihr dann die Herausforderungen aussprecht, im Laufe der Woche vor dem Stream, dann sieht dann so eine Lagekarte zum Beispiel so aus, dann werden die Angriffe eingezeichnet, damit man weiß, wer wen angreifen wird im Stream, dann werden diese Gefechte ausgetragen. Die ganzen Namen, die ihr hier seht, sind alles Kartennamen von World of Tanks Blitz. Ja, und das ist so der große, schnelle Abriss, den ich euch dazu sagen wollte. Also erzählt es euren Clan-Chef, da wird was kommen. Ich bin noch in der Planung. Ihr seht aber auch hier schon die Regeln, die eventuell kommen könnten. Also so, das ist so eine Grobplanung, die ich hier momentan gerade habe. Ja. Erzählt euren Clan-Chefs, vielleicht kommen wir da zusammen und ihr macht da mit, weil das wird eine richtig coole Nummer. Alle Regeln sind noch nicht beschlossen, aber so in der Richtung ungefähr wird es aussehen. Supi, das wollte ich euch nur mal erzählen, weil ich habe richtig Bock, was Geiles mit euch zu machen. Und ich denke, das wird sehr gut ankommen und ich hoffe, ihr habt da ganz viel Spaß bei. Gut, jetzt habe ich aber ganz schön viel gequatscht. Ich bin fertig mit dem Stream. Gibt es noch jemanden, den wir schnell raiden können? Gibt es einen deutschen WOT-Blitz-Streamer, der zufällig gerade online ist? Ich guck mal schnell selber auch rein. Vielleicht finde ich auch schnell jemanden. Aber wenn ihr jemanden habt, der cool drauf ist, nett, sollte schon deutschsprachig logischerweise sein, dann seid bitte so nett und nennt mir mal eben ganz kurz den Namen. World of Tanks Blitz. Wenn nicht, suche ich mir jetzt einfach auf die Schnelle jemanden aus. Dann machen wir dir noch eine Freude und versüßen ihm den Abend. Ananassaft über Wasser. Dieser Zombie TV. Oder Paloleinen WOT Blitz. Ich weiß nicht genau, wen wir davon nehmen wollen. Der eine hat 9, der andere hat 5 Zuschauer. Ananassaft über Wasser. Was ist denn das für ein Motto? Viele Nachmittag. Sag mal, wen wollen wir nehmen? Dieser Zombie? Den Zombie wollen wir nehmen? Okay, sehr cool. Dann werde ich mir mal kurz seinen Namen hier rauskopieren. Dann wünsche ich euch allen, ich sag schon mal Tschüss, einen wunderschönen Abend. Es war ein richtig geiler Stream. Also ich, für mich, hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Sonst wäre das ja ganz schön blöd. Wir haben einen Gewinner gezogen. Wir hatten echt starke Replays dabei. Auch
gute Replays, aber wir hatten auch echt ein paar richtige Granaten-Replays wieder dabei. Ich freue mich natürlich tierisch, wenn wir hier so eine Granatendinger abfeuern können. Macht mich richtig stolz, wenn ich sowas hier auf meinem Kanal zeigen darf und ihr euch die Mühe macht, mir die Dinger zu schicken und so geile Dinger auch zu fahren. So, ich starte den Raid. Zack, siehst du, die anderen muss ich auch unbedingt nochmal raiden. Der war richtig nett, ne? Dieser Palo Leinen, den kenne ich, also das kenne ich, da war ich jetzt zwei, dreimal drauf. Richtig, richtig feiner Kerl. So, dann werden wir mal den, dieser Zombie TV raiden, meine Lieben. Draufklicken, ich mache meinen Stream aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, habt einen schönen Abend, meine Lieben. Und ja, wir sehen uns hoffentlich spätestens am nächsten Sonntag, weil da gibt es coole Informationen zu dem Ganzen, was ich so ein bisschen heute angedeutet habe. Und es gibt auch wieder was zu gewinnen. Ach, warte, halt, ich darf noch nicht enden. Ich muss noch kurz den Sieger, warte, den Sieger mit den Fischen. Ich habe ja heute noch einen Code versprochen. Warte, den muss ich mir noch schnell, den schreibe ich gleich an. Ah, Gamer hat gewonnen. 13 Kilo, Alter. Okay, alles klar, wir starten den Raid. Oh, nein, jetzt ist das weg. Nein. Ach, oh, ah, nein, ist der Raid-Dings weg. Oh, wir müssen nochmal raiden. Fuck, sorry, jetzt war das weg, weil das nicht mehr da war. Also, tut mir leid, wir müssen nochmal raufklicken. Tut mir leid, habe ich gerade verkackt, aber ich wollte nochmal den, ich schreibe den Gamer gleich an, der kriegt gleich das Game von mir geschickt. So, aber das wollte ich nicht vergessen. Jetzt raiden wir aber den guten. Jetzt geht's ab, meine Lieben, nochmal danke für den Stream. Ich hau rein und verabschiede mich. Viel Spaß bei dem guten Mann. Wir sehen uns. Bye, bye.